Leute, ich habe einen Star gesichtet an der Uni Regensburg. Und zwar Iris Berben. Kennt ihr die? Ja. Ja. Sehr berühmte Schauspielerin. Sehr berühmt. Ich muss zugeben, ich kannte sie nicht, bis ich sie gesehen habe. Aber eine Freundin von mir ist ein bisschen ausgerastet, hat sich sehr gefreut. Hat gesagt, oh mein Gott, da ist Iris Berben. Und ich so, ah, okay. Und die war an der Universität Regensburg, weil dort ein Film gedreht wurde. Mit Heiner Lauterbach auch unter anderem, weil den habe ich nämlich an der Uni gesehen. Genau, kenne ich auch, habe ich aber tatsächlich auch wirklich gesehen. Der kam dann direkt danach auch aus der Cafete raus. Der hatte auch so richtig Klischee deutscher Film, so einen alten, zu großen, braunen Kordanzug an, wie man sich so den Klischee-Professor vorstellt. Das ist so meine Hose jetzt, oder was? So ungefähr, nur als Anzug. Stark. Ja, Iris Berben hat einen tollen Anzug an, denn sie ist wahrscheinlich eine Dozentin oder Professorin an der Uni. Und ich durfte auch ein bisschen mitfilmen, mitdrehen. Ich durfte, wie sagt man das, nicht Komparsen, aber im Hintergrund werde ich vielleicht verschwommen zu sehen sein. Bist du durchgelaufen? Vielleicht. Ich bin in der Mensa gesessen, habe mit meinen Freundinnen gegessen. Und der Regisseur oder wer auch immer hat gesagt, ja, könnt ihr euch bitte an diesen Tisch setzen, da ist noch so leer. Also du fällst auf der Skala zwischen Extra und Szenenbild mehr in Szenenbild. Ja, also ich werde auf jeden Fall verschwommen sein, aber ich werd schon sehr sauer sein, wenn ich nicht mal verschwommen in dem Film bin. Wenn du nicht im Abspann stehst. Dann sowieso. Und ich habe tatsächlich auch Freundinnen, die als Komparsinnen mitgemacht haben. Finde ich schon spannend. Kennt ihr jemanden oder hast du, David, vielleicht mitgemacht als Komparse? Ich habe nicht mitgemacht, nee, aber ich hab's mir angeguckt und es war sehr lustig, weil wir saßen einmal abends an der Uni, irgendwie so 18 Uhr rum, und da war ziemlich wenig los. Wir saßen halt draußen vor PT und haben was getrunken, bisschen erzählt. Und dann kam plötzlich eine Menge von ungefähr 40 Leuten und die mussten nur eine Soundaufnahme machen. Und es war total witzig, weil da waren dann die ganzen Komparsinnen und Komparsen da, die ihre, in Anführungszeichen, Jobs gemacht haben. Die mussten sich dann halt unterhalten. Die haben Spikeball gespielt, die haben Fußball gespielt und die sind rumgelaufen. Und dann liefen halt so ein paar Dudes mit so großen Mikros rum und haben die dann irgendwie so neben die Leute gehalten. Und dann lief auch Heiner Lauterbach einmal quer durch das Ding. Die Kamera ist hinter ihm hergefahren. Und dann war es das und dann ist er mit dem Golfauto vom Unigelände weggefahren worden. Also könnte es sein, dass man dich auch verschwommen saufen sieht? Könnte sein, tatsächlich, ja. Stark. Ja, ich habe überlegt, mich als Komparsin anzumelden. Und ich hatte mich auch schon registriert, aber dann war es mir doch zu aufwendig, die ganzen Bilder und so hochzuladen, wo ich mir denke, mein Gott, ich bin Komparsin. Als ob man da Bilder von ja, sich zeigen? Ja, also wirklich so Porträt, Seitenprofil, Ganzkörper. Ach, krass. Also das fand ich ein bisschen übertrieben. Und dann habe ich es gelassen, aber ich habe dann noch ein paar E-Mails bekommen, dass sie dringend jemanden suchen, der trommeln kann. Aber nur, wenn du wirklich gut trommeln kannst. Das hätte ich machen können, ich kann trommeln. Also nur trommeln, ja? Nicht mal Schlagzeug, sondern nee, einfach nur... Nee, einen Trommel haben sie gesucht für eine Demo, glaube ich. Und, verdammt, ja, hätte ich als Trommler auftauchen können. Mano, Chance verpasst, David. Ärgerlich. Aber nur, wenn du auch eine Trommel hast. Ach so, ja, nee. Also die musst du selber mitbringen, oder was? Die musst du selber mitbringen, oder was? Ich glaube schon, ja. Die eigene Trommel. Und für die Trommel dann auch Front, Profil, von der Trommel auch. Ja, ja. Nee. Ich freue mich drauf, wenn der Film irgendwann läuft. Ich weiß nicht, ob es ein Kinofilm oder ein Fernsehfilm ist. Ich glaube, ein Kinofilm. Echt? Weil ich will den schon allein deswegen sehen, weil man halt die Spots in Regensburg kennt und so. Und die Uni natürlich. Und die Uni, genau. Ja. Und dann ein bisschen suchen kann, ob irgendwie doch Freundinnen oder Freunde von mir im Hintergrund zu sehen sind. Also da freue ich mich schon drauf. Da müssen wir eigentlich eine Watchlist-Kritik zu machen. Unbedingt. Und es sind ja auch tatsächlich zwei Freundinnen von mir ja dann im Film, also als Komparsinnen. Stimmt. Deswegen, dann können wir auch bewerten, wie die so schauspielerische Leistung, wie die so abgeliefert haben. Die können wir einladen dann als Gäste. Wie ist also die es, Performance Komparsen von unscharfer Fleck im Hintergrund in Szene 3. Genau. Ja. Ja, das ist ein schöner Einstieg. Ich freue mich, das ist, glaube ich, der einzige deutsche Film in nächster Zeit, auf den ich mich wirklich freue, auch wenn ich von der Qualität her jetzt nicht so richtig weiß, was das ist. Weiß mal, was das für ein... Ein Liebesfilm, also... Ja. Ich denke mal, Iris Berben... Dein Blick sagt alles gerade. Liebesfilm, deutsche, das ist immer dieses Deutsche, das man davor setzt. Ja. So, also der, wie heißt der Schauspieler? Heiner Lauterbach. Der verliebt sich halt in Iris Berben. Also die kennen sich auch von früheren Zeiten und dann begegnen die sich halt wieder, schicksalhafte Begegnungen und so. Und ja, ich denke mal, die verlieben sich halt dann.
verlaufen sich beide unten in der Tiefgarage und da treffen sie sich. Das kann gut sein. Und so Survival-Flick dann von unten wieder raus. Stark, ja. Das wäre lustig, wenn mitten im Film einfach so ein Genre-Switch ist und dann müssen sie durch die Tiefgarage kämpfen irgendwie und überleben da gab's wochenlang. Gab es auch mal irgendwie so Memes, dass irgendwie da unten irgendwie so ein Monster oder so ein Creep irgendwie rum... da ganz dumpf dran. Ah, ich glaube schon, ja. Aber es gibt viele Tiefgarage-Uni-Regensburg-Memes. Echt? Weil das einfach auch ein Wunder war, als die endlich nach 5 Jahren, glaube ich, eröffnet wurde. Und ich bin auch froh, dass ich das noch erleben darf, dass ich da noch parken durfte. Jetzt kann man meines immer Studiums. Noch den Enkeln erzählen. Ja, schon. Das waren Zeiten. Ich überlege jetzt gerade, wie man von Tiefgarage am besten auf Fantasy-Filme kommt, beziehungsweise auf das Fantasy-Genre kommt. Reisen durch unerforschte Lande, große Gefahren. Sehr schön, sehr schön. Wir reisen nämlich auch heute durch unerforschte Lande. Wir wollen nämlich ein bisschen über Fantasy-Filme und über Fantasy-Literatur reden und ein bisschen übers Filme machen, aber auch übers Schreiben reden. Und dazu sind natürlich Lena und ich von Your Watchlist da. Aber wir haben auch einen Gast mal wieder. Möchtest du dich vielleicht selber vorstellen? Kann ich machen, ja. Also ich bin der Philipp, ich bin Fantasy-Autor, kann ich ja jetzt sagen. Und genau, also ich freue mich mega, dass ich da sein darf und einfach so ein bisschen quatschen kann, wenn es denn was gibt. Ich glaube, es gibt genug, es gibt wirklich genug, weil Fantasy gibt ja sehr viel her. Aber wir haben als erstes, haben wir uns ein Interview durchgelesen von dir, was wir auf deinem Instagram-Kanal gefunden haben. Und da hattest du auch gesagt, dass du schon mit Filmen zu tun hattest und mit Kurzfilmen zu tun hattest und ein bisschen mitgearbeitet hast oder so. Und vielleicht, bevor wir in das große Thema einsteigen, mal die Frage, in welchem Kontext warst du da? Hattest du was mit Filmen am Hut sozusagen? Dem ist korrekt. Also ich war ja an der Realschule ursprünglich mal und danach ging es an die Voss in Straubing. Mhm. Eigentlich halt nur aus dem Grund, weil die in 12. und 13., glaube ich, ist es dann in der Fachrichtung Gestaltung auch Medien angeboten haben. Mhm. Mit so einem richtigen Filmstudio in Bogen da nochmal außerhalb, nice. Was sie so mit großem Pomp dann irgendwie eingeweiht haben, was ich dann so ein bisschen irgendwann, als dann die 12. kam, hat sich das dann ein bisschen ausgenüchtert, dieser Traum von diesem Mini-Hollywood. Aber die Illusion war Grund genug, dahin zu gehen. Genau, das war dann auch ziemlich cool und in der Zeit sind dann eben ein paar Kurzfilme entstanden. Also das war dann so Stop-Motion- Animation war ein bisschen mit dabei und das Magnum Opus in der 13. war dann so ein Puppen-Kurzfilm. Der war eigentlich auch ziemlich cool. Also du musstest wirklich so die ganzen Sets in Miniatur dann quasi nachbauen und von unten die Leute haben dann so mit Puppen quasi dirigiert. Und ich habe so meinen inneren Stanley Kubrick dann ausleben lassen und habe die da... Nein, nochmal. weil die geil. Sehen dann ja nicht, wenn die von unten so hantieren mit so Stäbchen und so, sehen die ja nicht, was oben dann wirklich passiert und noch weniger, wie das dann hinter der Kamera ausschaut. Ja. Und ja, da. Dann hast du schon Regisseurerfahrungen. Ja, oder Diktator, also im Lebenslauf könnt beides anschreiben. das war dann eigentlich ganz cool und ich habe das eigentlich nur also an der Voss gemacht, weil ich wollte dann danach eigentlich an der Filmhochschule auch studieren, hat man da München und Stuttgart in Ludwigsburg dann angeschaut und bin dann auch nach Stuttgart gezogen und habe dann da auch an der Uni in Ludwigsburg bei so ein paar Projekten dann auch mitgemacht. Und ach wirklich? Aber hast du es auch studiert? Nee, so weit ist es dann nicht gekommen, weil ich in der 13. dann durchgefallen bin. Und, und dann dachte ich mir aber, okay, vielleicht kannst du es ja über Umwege machen, indem du halt einfach da ein bisschen Erfahrungen sammelst. Ja. Und genau, also dann habe ich da so ein paar Kurzfilmprojekte dann einfach mitgemacht, immer so als Aufnahmeleitungsassistenz oder Produktionsassistent. Besonders eingebrannt hat sich so ein FKK-Rentner-Projekt. Was? Ja, das war so ein bisschen die Feuertaufe. Also ich habe immer noch, weil ich habe dann damals auch mit dem ich einer von den wenigen war, die mit einem Auto unterwegs waren, war ich dann dafür verantwortlich, mittags das Catering immer abzuholen und hin und her zu kutschieren. Ich habe immer noch so dieses kleine, diese Parkscheibe quasi im Auto so als Andenken, wo drin steht, dass ich halt zu diesem Set gehöre und ja, ich darf hier parken. Und ich kann es irgendwie nicht wegschmeißen. Es ist bloß so ein laminierter Zettel, aber ich kann es nicht wegschmeißen. Der ist immer noch da.
Ja, und irgendwann ist dann aber eben mehr zum Schreiben quasi übergeschwenkt, weil, okay, du hast halt einfach keine Budgetgrenzen mehr, keiner kann dir irgendwas vorschreiben, wortwörtlich, und ja, und so ist dann eins zum anderen gekommen. Solange du noch in Richtung Film überlegt hattest, warst du interessiert an Arbeit als Regisseur oder fandest du auch da schon das Drehbuchschreiben cool? Beides irgendwie, weil du hast halt diese Vision im Kopf und dann versuchst du sie halt Stück für Stück irgendwie umzusetzen. Und ich glaube, das Ernüchternde beim Film war dann halt einfach, dass bei jedem Schritt in dieser Umsetzung du halt einfach immer mehr und mehr Kompromisse dann eingehen musst. Und ja, da läuft dann irgendwie die Fantasie so ein bisschen von weg davon. Ja, du musst ja auch mit super vielen Leuten zusammenarbeiten und das muss ja auch alles klappen. Und beim Schreiben, wir sind halt keine Grenzen gesetzt. Du bist halt auf dich allein gestellt und du setzt dich halt hin, hast deinen Computer und los geht's. So ungefähr, ja. Ja. Würdest du sagen, dass das beim Film genreabhängig ist? Also, dass man, wenn man Genres, die jetzt ein bisschen ausgefallener sind, wie zum Beispiel Fantasy machen will, dass es da noch schwieriger ist, also gut, allgemein in der deutschen Filmindustrie ist es schwierig, Fantasy zu machen, das ist klar, aber wahrscheinlich muss man dann bei so ausgefallenen Sachen noch mehr zurückstecken und noch mehr Kompromisse eingehen als bei mehr realistischerem, definitiv, oder? Also auch wenn du jetzt sagst, deutscher Film. Ich habe das letzte Mal überlegt, was eigentlich so der letzte deutsche Fantasy-Film war. Und dann muss ich zurück überlegen, in Stuttgart habe ich auch noch im Kino gearbeitet nebenbei. Und ich weiß gar nicht mal, ob das dann wirklich war oder ob ich es mir bloß eingebildet hatte. So eine komische, mordsepische Ding von der Zauberflöte. Mhm. Oh, ich muss da nicht nachgucken. Und ja, das gab es tatsächlich. Die haben irgendwie versucht, quasi die Zauberflöte mit Steroiden vollgepumpt auf so ein Der Hobbit-Spektakel. Ach, echt? Ja. Das heißt auch auf Englisch dann einfach bloß The Magic Flute. Also ganz. Okay. Das Ganze an mir vorbeigegangen. Und du hast dann ist das dann für Kinder gewesen? Oder? Weil ich habe auch noch nie davon gehört. Meine Theorie ist, das ist so: Du bist in der Schule. Und du hast diesen einen Tag im Jahr, wo du ins Kino gehst. Mit der Schule. Genau. Und dann schleppen dich deine Lehrer, weil es ist dann entweder Deutsch oder Musik oder beides, damit man da irgendwie eine Rechtfertigung hat. Und dann schleppen dich deine Lehrer ins Kino und du siehst die Zauberflöte. Ja, und ich glaube, das ist so das Nonplusultra, was irgendwie deutscher Fantasyfilm so imstande ist. Das und Huibu. Stimmt, Huibu. Oh mein Gott. Es kommt, nächstes Jahr kommt eine deutsche Verfilmung von Momo. Ah, okay. Echt? Das könnte, glaube ich, ganz cool sein. Das kann aber auch echt schief gehen, glaube ich. Man kann was Cooles draus machen, aber... Also das Buch wird, glaube ich, viel hergeben. Oh Gott, ich bange um das Buch. Es gab auch... Boah, das ist schon ein bisschen her. Aber vor warte ein, zwei... mal, ist es dann Live-Action? Ja, das oder? Ist Live-Action. Weil ich glaube, das funktioniert animiert ein bisschen besser. Aber es gibt schon ein paar Setbilder. Es gab ja mal diese Serie da, ja. Ja, genau, deswegen denke ich da dran, vielleicht kann man da nicht so viel schief machen, weil ich traue jetzt dem deutschen Kino das nicht so zu. Ja, mal gucken, es müssen halt die richtigen Leute dran sein. Also es gab vor ein paar Jahren einen deutschen Fantasy-Film, der war jetzt auch nicht perfekt. Ich glaube, der hieß irgendwie Tides oder so, oder sowas in die Richtung. Also wie die gezeigt wird. Genau, genau. Und da, der spielt im Wattenmeer sozusagen. Und es ist so ein bisschen so eine postapokalyptische Sci-Fi-Fantasy-Welt, in der das spielt, also ich glaube mehr in die Sci-Fi-Richtung. Aber das war halt mal ein deutscher Genre-Film, der einigermaßen funktioniert hat. Also wie gesagt, kein Meisterwerk, aber was, wo man sich gedacht hat, da steckt Potenzial dahinter. Und deswegen bin ich ein bisschen zuversichtlich, wenn die richtigen Leute hinter Momo sitzen, weil ich hätte schon Lust auf einen guten Live-Action-Momo-Film. Also es wird mich schon sehr freuen. Hast du schon Bilder gesehen oder Teaser oder irgendwas? Teaser gibt es noch nicht. Es gibt schon Fotos von der Hauptdarstellerin in Kostüm. Wie alt ist die? Boah, das weiß ich leider nicht genau, aber sie sieht auf jeden Fall ziemlich jung aus noch. Also es ist jetzt nicht so dieses klassische, wir casten jemanden, der oder die 25 ist für eine 8-Jährige. Also sie schien sehr passend für die Rolle, finde ich. Okay, ist ja schon mal was. Ja, immerhin. Also ich habe voll an mir vorübergegangen. Ja. Ich liebe Momo. Ich mag das Buch sehr. Ich habe es nie wirklich geguckt. Ich fand es immer ein bisschen gruselig und ich habe es nie wirklich geguckt. Als Kind fand ich es auch creepy. Ich habe zu früh die ersten Folgen von dieser Serie gesehen und diese grauen Männer, die da immer rumlaufen, fand ich schon ein bisschen unheimlich. Das hat mich irgendwie immer so, ich dachte mir so, oh yeah, das ist, fällt mir irgendwie. Das ist die Faszination des Bösen so ein bisschen. Ja, das war genau wie bei Tim Thaler auch, wenn er dann so diese creepy Atmosphäre dann reinkommt. Aber wenn wir jetzt schon bei Büchern sind, als du dann entschieden hast, du möchtest mehr schreiben,
und ein bisschen weg vom Film gehen oder so. Wie bist du da rangegangen? Hast du einfach angefangen, das Buch zu schreiben, was du jetzt auch veröffentlicht hast? Oder hast du erstmal einfach ein bisschen rumgeschrieben oder hast du irgendwie Kurse gemacht, irgendwas studiert oder so? Erzähl mal. Beides so ein bisschen. Also die absolute Grundidee von diesem Ding kam ja. Und der Grund, warum ich auch eigentlich mit Film damals anfangen wollte, war halt so eine grundlegende Faszination einfach für Geschichten erzählen. Das hat mich dann irgendwann so mit 13, 14 oder wann das war, einfach voll angefixt. Und damals sind dann auch das waren die Zeit, wo die Hobbit-Filme gerade rauskamen. Mhm. Weil ich hab's noch glasklar vor Augen. Es gab so einen Extended Trailer für den zweiten Hobbit-Film. Und das war irgendwie so, da hat es irgendwie einen Schalter irgendwie umgelegt, dass ich mir dachte, das ist irgendwie cool, das will ich auch gern machen. Und dann habe ich mich halt damals hingesessen und habe dann angefangen, einfach mal so ins Blaue rein quasi so eine Fantasy-Story zu schreiben. Und ich bin dann 100 Seiten weit gekommen, also Seiten irgendwie so A5 und Schriftgröße 15 oder so. Aber du bist 100 Seiten weit gekommen. Und dann habe ich es irgendwie, dann ist es irgendwie wieder so ausgefranst und habe es nicht mehr weitergeschrieben. Und dann ist auch das mit Film irgendwie dann so mehr in den Vordergrund gerückt und dann da einfach so Skripte und Sachen ausprobieren. Und das hat sich dann eben so ein paar Jahre durchgezogen. Ich habe die Story nie komplett vergessen. Es war immer so ein bisschen im Hinterkopf dabei. Es hat mich irgendwie nie losgelassen. Und dann 2019 war das, wo ich dann eben in Stuttgart da gewohnt habe und als wir dann beim Filmset da mal waren, da sind wir so ein bisschen einfach ins Quatschen gekommen und irgendwie ist das Thema dann auch darauf wieder so gekommen und dann habe ich eben so erzählt, ja, ich habe da früher mal so ein Ding geschrieben und dann hat es mich aber wirklich nicht mehr losgelassen und dann habe ich immer wieder dran gedacht und dann habe ich mir dann diese ganzen alten Daten irgendwie nochmal rauskramt und Ding und habe dann so nochmal reingelesen und dachte mir so, ja, es ist so mies, wie man es in Erinnerung hat. Also wenn du halt mit 13, 14 irgendwie versuchst, jetzt da den, keine Ahnung, nächsten Herr der Ringe oder sowas da einfach aus dem Ärmel zu schütteln, ja, wer wird es raten, dass es irgendwie nicht gut ist, was dabei rauskommt. Aber irgendwie, ich hatte so ich hatte eine Vision im Kopf und dachte mir, irgendwie muss das doch gehen. Und dann habe ich damals einfach versucht, das, was schon da war, einfach nochmal schön zu schreiben und habe aber bei mir, das funktioniert einfach nicht, dafür ist es einfach zu mies. Und dann habe ich halt einfach nochmal angefangen und habe halt einfach nochmal das alles so geschrieben und es war quasi unter der Woche habe ich dann immer am Filmset gearbeitet und am Wochenende, also auch teilweise dann im Ausland, irgendwie in Frankreich bei so Produktionen und am Wochenende dann quasi da und am eigenen Projekt dann quasi so gemacht und es ist irgendwie immer größer geworden und immer größer und dann ist das noch mit rein. Und weil ich hatte halt keine Ahnung, was ich da eigentlich mache. Ich bin da einfach reingegangen und hat dann auch, aber teilweise war es dann einfach so, das fühlt sich irgendwie noch nicht richtig an. Da wird es irgendwie langweilig. Hier ist irgendwie die Erzählgeschwindigkeit nicht richtig. Es fühlt sich einfach so an, als würde da was noch nicht ganz passen. Und so ist dann eben Stück für Stück und wirklich Lage für Lage dieses Ding dann entstanden. Deswegen hat es auch 5 Jahre gedauert bis jetzt. Von damals quasi, jetzt fängst wieder an bis, ja, jetzt ist es tatsächlich fertig. Aber hast du dir irgendwie auch so Wissen angeeignet oder so, dass das jetzt alles so intuitiv aus dem Bauch heraus entstanden, dass du jetzt weißt, okay, das Pacing ist jetzt besser als das? Mehr oder weniger. Also in der Zeit, wo ich mich so intensiv dann mit Filmen befasst habe, schaut man sich halt dann auch Filmkritiken an und dann kommt halt auch mal sowas rein, wie, ja klar, Drei-Akt-Struktur und Hero's Journey und diese ganzen Joseph Campbell, diese ganzen Grundbegriffe halt einfach und dann taucht man einfach da so ein bisschen mehr ein und dem was. Und langsam versteht man dann so diese ganzen einzelnen Versatzstücke, aus denen im Detail dann quasi Filme, aber eigentlich ja im größeren Kontext auch Geschichten an sich einfach funktionieren. So, das sind so Elemente, die machen einfach dies und das und so kannst du einen Plot in gewisse Richtungen lenken oder das hier braucht es einfach und solche Sachen. Also lässt du dich mehr von Filmen inspirieren als von Büchern? Ja, würde ich jetzt schon sagen. Okay, spannend. Vielleicht bevor wir auch gleich nochmal drauf eingehen können, von welchen Filmen oder Büchern du dich inspirieren lässt, kannst du ja einfach mal kurz dein Buch vorstellen. Also kurz ist natürlich, kurz ist natürlich schwierig bei so einem Fantasy-Werk, aber einfach mal so, wie du es für sinnvoll hältst, ohne zu viel zu verraten. Aha, es ist ja fast so, als hätte ich das für Verlage und Agenturen mal als Pitch zusammengefasst. also es ist quasi ein, ich sage mal, es ist ein düster-episches High-Fantasy-Abenteuer. Es ist so ein bisschen Mix von den Vibes, also Studio Ghibli trifft auf Game of Thrones so in der Mitte. Es
geht, es sind mehrere verschiedene Handlungsstränge, die da miteinander verschmelzen. Es geht um Freundschaft, Mut, Hoffnung, um den Kampf dann zwischen oder den Zwiespalt zwischen Schicksal und Vorbestimmung und Selbstbestimmung und auch so ein bisschen darum, was es eigentlich wirklich auch heißen kann, so im Angesicht von wirklich abgründiger Furcht und all dem ein wahrer Held dann zu sein. Mhm. Und im Mittelpunkt von all dem steht so ein schüchterner Bauersjunge, Bäckersjunge, der dann mit Mächten konfrontiert werden, die ziemlich böse Sachen vorhaben, sagen wir mal so. Und was ist der Titel? Das Schicksal der Fluchträger. Okay. Mhm. Also ich muss sagen, dieser Mix aus Studio Ghibli und Game of Thrones hat mich schon angefixt. Das habe ich ja auch gelesen. Und also falls du jetzt nicht zu viel vorwegnehmen möchtest, ist auch voll okay. Aber wie soll ich mir das vorstellen? Was meinst du damit? Was ist zum Beispiel der Studio Ghibli-Vibe in dem Buch? Wie ich festgestellt habe, die Essensbeschreibungen. Das ist mir auch aufgefallen, tatsächlich. Ja, am Anfang vom Buch, wenn es noch alles einigermaßen in Ordnung ist, dann fällt es auch leicht einfach noch so schön. Ah ja, und dann haben sie hier ein Essen und dann ist da. Nee, aber ich glaube grundsätzlich, die Stimmung ist einfach da, die Figuren, wie sie aufgestellt sind, es ist halt, sie sind alle sehr vielschichtig, es gibt kein klares Schwarz-Weiß, Gut und Böse. Was ja normalerweise ein ziemlich typischer Trope ist bei Fantasy. Ja, ja. Das hat sich jetzt Gott sei Dank auch stark gewandelt, halt eben durch sowas wie jetzt Game of Thrones, mhm. Vor allem im Mainstream halt auch. Und das war mir jetzt auch einfach persönlich wichtig, dass das wirklich so umzukehren. Es sind ja auch noch ganz viele andere Inspirationen auch reingeflossen, die, glaube ich, wenn man es weiß, dann kann man da auch so, aha, da kommt das her, da scheint das irgendwie durch. Und ich meine, das ist ja auch normal einfach. Genau, also das ist so der Anteil, wo jetzt Studio Ghibli einfach durchscheint, einfach diese vielschichtigen, grauen Charaktere, wo einfach jeder versucht, seine Ziele halt einfach zu erreichen und die kollidieren halt dann einfach mit anderen Zielen und genau das alles eben in einer Welt, die so leicht fantastisch angehaucht ist. Und was ist dann der Game of Thrones Einfluss? Sind es dann die Intrigen? Ist es der Sex? Ist es was anderes? Es ist nicht der Sex. Es ist auch kein Inzest-Sex mit. Also schade. Es ist nicht der Einschlag. Ich glaube, der Einschlag ist dann einfach so eine gewisse Brutalität, die einfach da ist. Dieser düstere Unterton, es ist die Verstrickung von diesen ganzen verschiedenen Point-of-View-Charakteren, wo du halt immer von einem zum anderen springst und nach und nach ergibt sich da dieses größere Netz raus. Und genau, auch einfach grundsätzlich so ein bisschen der Ton. Und ähnlich wie in Game of Thrones hast du diesen, nicht wirklich jetzt primären Antagonist, aber einfach so diese antagonistische Macht, die sich irgendwo zusammenbraut und die an verschiedenen Stellen langsam durchsickert und sich dann da fokussiert langsam. Okay. Hast du die Game of Thrones Bücher auch gelesen? Ja, ja. Weil ich habe nämlich, das war sehr witzig, weil wir durften ja die ersten zwei Kapitel in der Leseprobe lesen schon und da haben Lena und ich auch ein bisschen drüber geredet dann danach. Und Lena, du hattest ja vor allem die Ghibli-Anleihen gesehen und ich habe eben sehr die Game of Thrones-Anleihen gesehen, weil ich lese gerade zum zweiten Mal die Game of Thrones-Bücher. Ach, zum zweiten Mal, du bist genau. Schon, okay. Und ich bin jetzt gerade mit Buch 9 fertig geworden und habe jetzt dann nur noch das 10. vor mir und habe dann eben dazwischen sozusagen deine Leseprobe gelesen. Und Ich fand das schon spannend, weil auf der einen Seite hast du natürlich die erzählerischen Anleihen, wie du gesagt hast, die ähnlich sind. Also gerade diese Point-of-View-Erzählung geht ja in eine vergleichbare Richtung wie bei Game of Thrones. Aber gerade der Prolog oder das erste Kapitel, und wie gesagt, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber zeigt schon, dass du nicht einfach nur Game of Thrones nachmachst. Weil halt, das hoffe ich doch. Ja, genau. weil halt da so was Großes, Mystisches schon irgendwie dahinter steckt. Und ich mag's, wie du so einfach in diese Welt reinschmeißt und aus dem Nichts anfängst, Orte zu droppen und Daten zu droppen und mystische Mächte zu droppen und so. Und als ich das gelesen habe ich mir dann gedacht, hattest du, bevor du die Geschichte erzählt hast, die Welt schon entworfen? Oder kam das mit der Geschichte?
Teils, teils. Also, wie gesagt, am Anfang, als ich angefangen habe, mit dem Ding zu arbeiten, da war es ja einfach noch dieses Überbleibsel von vor 5, 6 Jahren oder sowas. Und dann ist alles irgendwie recht organisch außenrum gewachsen. Also dieses, dieses ganze Setting in den Erion zum Beispiel, um Fion und Kellen, das war schon relativ fix tatsächlich. Aber alles, was so in Liohim passiert, das war Version 1, 2, 3, 4, ich habe keine Ahnung, wie lange das gebraucht hat, bis das alles mal da ist. Und dann ist es auch einfach so eine Sache, es kommt unterm Schreiben einfach. Die Geschichte wächst unterm Schreiben. Und auch der Einstieg, den quasi so zu nehmen, wie er jetzt gerade ist, also das war auch, das kam mir dann auch einfach so ein bisschen weiter. Okay, es ist eigentlich der logischste Punkt, da einfach natürlich anzusetzen. Hab dann aber auch, als es ins Lektorat ging, da kam auch von der Lektorin so die Meinung zurück, oh, meinst du nicht, das ist ein bisschen zu düster und so. Und da dachte ich mir so, ja, hat sie jetzt recht. Aber letztlich dachte ich mir dann so, nee, das ist schon der richtige Punkt, einfach um diese Story da anzureißen. Und ja, es macht dieses riesige Fass auf mit dieser Welt und allem, was da dahinter steckt. Und ja, ich weiß schon, jeder Satz hat mindestens 2 Eigenbegriffe. aber es ist, ich finde, es macht, mir macht es beim Lesen immer Spaß, wenn du einfach in so eine Welt eintauchst, die, wo du als Leser einfach den Eindruck hast, die ist eingelebt, die ist tatsächlich schon tausende von Jahren alt. Du kannst ja auch bei uns einfach da gehen und theoretisch hättest du hinter jedem Straßennamen irgendwie einen Wikipedia-Artikel. Und es ist einfach diese Tiefe von so einer Welt, die man da einfach auftut und wo es mir dann natürlich auch Spaß macht, das unterm Schreiben dann einfach selber ja Stück für Stück dann einfach zu entdecken. Und sie fühlt sich auch sehr lebendig an, finde ich, wenn man die ersten 2 Kapitel liest. Und noch sehr legit, finde ich. Ja. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass sie so existiert. Aber also ich glaube, ich würde so machen, ich würde so ein Moodboard erstellen. Vielleicht auch so ein bisschen so dein Insta-Account wie so ein Moodboard, damit man so einen Eindruck bekommt, wie so die Welt da aussieht. Und ich muss sagen, es erinnert mich auch schon stark an so Irland oder Schottland oder so. Ja, ja. Auch so von den Namen her. Also das wollte ich auch fragen, wie kommt man auf so Namen? Wie? Oh. Und wie, also wo kriegst du deine ganzen Inspirationen her, wie baust du diese Welt einfach so auf, dass sie eben so vielschichtig wird? Also kommt dir dann was im Alltag und dann schreibst du es dir schnell auf oder recherchierst du auch mal? Beides tatsächlich. Also du hast recht mit Irland, das ist auch so eine Inspiration auch gewesen. Oder auch so Westfrankreich, Atlantikküste, ganz, ganz stark. Ich kann sagen, Fionn, der Name ist ja irisch eigentlich. Ja. Und im Irischen sprichst du ja aber das O eigentlich nicht aus. Also es ist eigentlich bloß Finn. Ah, okay. Ich hatte eine Klassenkameradin, die hieß Fionn. Vielleicht hieß sie gar nicht Fionn. Was ich immer falsch benannt. Doch, so hat sie sich vorgestellt. Eben, das ist nämlich das, ich darf man dann nämlich auch. Es ist eine Fantasy-Welt, bei mir kann man das O sprechen. Ja. Ich bin der Autor, ich entscheide es. Ja. Und so kann er, ich fand den Namen einfach cool. Ja. Und aber was natürlich grundsätzlich schon so ist, also du hast halt in Liohim andere Namen als jetzt in Erion zum Beispiel, weil du halt einfach eine ganz andere Kultur dahinter stecken hast und genauso auch in Liohim unterschiedliche Dinge. Also du kannst nachvollziehen über Namensendungen dann teilweise auch, wo kommen jetzt manche Häuser her. Also die Kaiserfamilie zum Beispiel, die im Prolog, müsste ich jetzt spoilern, ne? Das sind die ersten 3 Seiten, ja, wenn der Kaiser stirbt. ups. Also Valentin oder beziehungsweise Valentin und je nachdem, wie man es da ist dann, egal wie man es ausspricht, das ist mir dann relativ gleich. Dessen Sohn dann zum Beispiel Markian oder dann gibt es Valentinian und Valian und so weiter und so fort. Also es ist einfach diese Namensgebungen, wo du halt einfach dann nachvollziehen kannst, wo kommen die her und haben halt einfach ihren Ursprung in bestimmten Regionen dann. Und so finde ich, es ist halt auch so eine Sache, die sich dann einfach Lage über Lage dann irgendwie überdeckt. Und also im zweiten Band kommen wir dann auch nach Liohim und dann geht es da auch tiefer in die Geschichte rein. Und da freue ich mich auch schon sehr dran, weil da sitze ich jetzt gerade dran zu schreiben. Achso, ist noch nicht fertig. Nee. Okay. Aber weißt du, wo es hingeht? Also hast du sozusagen ein Ziel oder ein Konstrukt im Kopf, auf das du hinschreibst oder an dem du dich orientierst oder lässt du einfach mal so ein bisschen laufen und guckst, wo es dich hinführt, das zweite Buch zu schreiben? Doch, also ich habe eine ziemlich klare Planung tatsächlich, wo ich hin will.
Ich brauche das einfach. Ich kann nicht ins Blaue reinschreiben, weil ich glaube, da läuft es mir dann einfach zu sehr davon. Und ich brauche da einfach so ein Ziel, ja. Aber teilweise ist es dann wirklich so, ich habe ein Kapitel und dann steht quasi da, okay, die Charaktere sind am Anfang da. Und ich weiß, sie sollen am Ende da sein. Mhm. Und dann eiern die im Kapitel quasi so rum und laufen mir irgendwie davon. Und ich muss ja dann immer wieder so ein bisschen auf Spur bringen, dass es wieder dahin geht, ja, wo es eigentlich hingehen soll. Ja, ja, finde ich spannend, weil das hätte ich mich zum Beispiel gefragt, wie deine Erzählweise sein wird, weil Studio Ghibli zum Beispiel oder Hayao Miyazaki hat ja eine ganz eigene Erzählweise. Also der macht ja Filme auch so, dass er nicht unbedingt so ein Ziel hat am Ende, sondern der lässt die Figuren einfach mal machen. Mhm. Da gibt's auch dieses schöne Zitat von George R. R. Martin, ich kann es jetzt nur paraphrasieren, aber dass er sagt, Autorinnen und Autoren sind entweder Baumeisterinnen oder Gärtnerinnen. Und wenn du Baumeister oder Baumeisterin bist, dann hast du einen fixen Plan und baust eben Stein für Stein dein Haus, bis es fertig ist sozusagen. Und du weißt genau, wo jeder Stein hin muss und wie alles am Ende aussehen soll und so. Und wenn du halt Gärtnerin bist, dann schreibst du einfach so ein bisschen drauf los und lässt eben, genau, gerade wie mir sagt, du pflanzt den Samen in der Erde und schaust, wie es einfach wächst. Ja, ganz genau. Ja. Und das merke ich auch, also ich meine, ich schreibe jetzt bei weitem nicht so professionell wie du, überhaupt nicht. Das will ich will mich jetzt auch gar nicht da vergleichen, aber ich schreibe halt aus Spaß auch einfach manchmal kleine Geschichten und so. Und ich merke halt sehr, ich habe eine Idee, eine Grundprämisse und lege damit los und dann kommt halt der Flow einfach. Und dann enden die Figuren irgendwo am Ende und dann gucke ich mal, worauf es hinausläuft. Und das finde ich immer spannend, wenn du sagst, dass du eine klare Vorstellung hast, wo es hingehen muss. Weil ich fühle mich davon dann immer so ein bisschen eingeschränkt, weil ich mir dann denke, oh, passt es jetzt wirklich zu der Figur? Oder wäre es nicht cooler, wenn die sich jetzt doch in eine andere Richtung entwickelt, als das, was ich mir ursprünglich überlegt habe? Also hast du auch so Momente, wo du den Plan dann wieder umstoßen musst? Schon, ja, ja. Also das merke ich dann auch einfach. Also teilweise hast du es dann einfach unterm Schreiben, dass du merkst, okay, das macht jetzt irgendwie kein Ding und dann musst du halt nochmal ein paar Schritte zurück. Aber ich glaube, dieses große, übergreifende Konstrukt, dass ich mir denke, okay, jetzt am Ende vom Buch möchte ich gern das und das haben. Je weiter in der Zukunft, sage ich jetzt mal, dass aber die letzten paar Kapitel liegen, umso unklarer sind die auch noch. Also da ist dann wirklich so Stück für Stück für Stück. Und ja, manchmal gibt es dann eben so einen kleinen Umweg oder Ding, aber im Großen und Ganzen versuche ich schon tatsächlich dem Planer einfach zu folgen. Ja, das ist einfach, ja, wie du schon sagst, dieses Zitat da von George R. R. Martin, du bist entweder Architekt oder Gärtner. Ja, ich bin Architekt. Und planst du nach 2 Büchern fertig zu sein oder kommt noch mehr? Es kommt noch mehr. Es kommt noch mehr, ja. Ja. Cool. Können wir uns ja auf was freuen. Ich wollte auch noch deine Figuren ansprechen, weil ich das auch sehr spannend finde und das mich auch angefixt hat. Und zwar, dass die Hauptperson, sag ich jetzt mal, Fionn ist ja die Hauptperson. Ja, 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 de facto, ja. Zum einen, dass er schüchtern ist, das finde ich ich kenne mich ehrlich gesagt nicht so aus im Fantasy-Game, bin ich ehrlich. Also ich habe nicht viele Fantasy-Bücher gelesen, aber ich habe halt jetzt so diesen Held vor Augen, diesen typischen Held, der halt sehr mutig ist, der schon ein gewisses Selbstbewusstsein hat und einfach mal macht. Und das finde ich zum einen spannend, dass er eher schüchterner ist und dass seine Figur auch queer ist. Wie ist es? Oder das zumindest angedeutet wird bis jetzt. Ja, für mich ist sehr offensichtlich, aber ja. Ja, ja, je nachdem, also das finde ich auch ganz interessant. Also ich hatte ja da auch eine Vision so im Hinterkopf, was die Figuren sind oder sein sollten und die laufen dann auch da wieder so ein bisschen davon. Aber das ist auch ganz interessant, dass irgendwie jeder so seine anderen Schlüsse rauszieht. Mhm. Wie ist es denn, so eine Figur zu schreiben oder warum hast du dich denn dafür entschieden? Entschieden habe ich mich ganz klar, also weil mich hat so ein bisschen, also ich fand ist irgendwie immer so ein bisschen unrealistisch, in Anführungszeichen, so, was dieser Standard jetzt bei Fantasy sein kann, unrealistisch. Dieser Fantasy-Held, den du jetzt gerade angesprochen hast, ja, der da so selbstbewusst und selbstsicher und stark ist und so weiter. Und allein die Welt rettet. Allein die Welt rettet, ja genau, dem wird jetzt das Schicksal der ganzen Welt auferlegt und ja, er macht dann vielleicht am Anfang so ein bisschen, oh, schaffe ich das, aber dann zieht er quasi den Gürtel hoch und sagt so, ja, mache ich ja, jetzt einfach, genau. Und bricht dann. Ich will da ja kein Ding, aber so dieser Aragorn-Verschnitt irgendwie so ein bisschen, die sich dann einfach mit dieser Situation quasi abfinden und das dann machen. Und ja, ich dachte mir immer, Hobbit, Herr der Ringe, Harry Potter, die machen das ja auch alle. Auch so ein bisschen, wobei ich beim Herr der Ringe irgendwie finde, da gibt es ja dann diesen Punkt in Bruchtal im ersten Teil, wo sie sagen,
wir haben unseren Job erledigt, gehen wir wieder heim. Und dann sehen sie, okay, es funktioniert nicht. Und der Ring ist ja quasi addictive. Also dem kann er ja dann auch gar nicht mehr so aus. Da finde ich, hat das ganz clever gelöst, eben diesen Plot. Okay. Und ich dachte mal, nee, mir gefällt das irgendwie auch nicht. Weil wenn du jetzt wirklich irgendwie so dieser Teenage-Fantasy-Protagonist ist und dir wird jetzt gesagt, ah, ja, hier, das Schicksal der Welt liegt jetzt auf deinen Schultern, tüdelü. Dann ich weiß nicht, ob die das so einfach hinnehmen würden. Und deswegen hat es mich einfach fasziniert, das einfach mal so ein bisschen auf so eine psychologisch realistischeren Ebene quasi durchzuspielen, wie man damit dann überhaupt klarkommt. Akzeptiert man das überhaupt? Kann man das überhaupt am Anfang realisieren, dass das jetzt tatsächlich eine Möglichkeit ist, die da jetzt offen ist? Glaubt man das denn überhaupt? Und das dann alles Schritt für Schritt so nachzuvollziehen, hat mir einfach auch wahnsinnig Spaß gemacht zu schreiben. Ich sage ganz gern, dass in jeder anderen Geschichte quasi eigentlich Kellen dieser Protagonist wäre, weil der ist stark, der ist tapfer, der ist all das, was Fionn eigentlich nicht ist. Und ja. Stimmt das Klischee, dass jede Autorin und jeder Autor die Hauptfigur ein bisschen sich selbst nachempfindet? Ja, muss. Wahrscheinlich muss, schon. Ja. Es ist in jeder Figur ist ein bisschen was natürlich drin von einem, ja. Ja, also ich muss sagen, ich konnte mich halt nie so ganz mit solchen Figuren identifizieren, finde ich auch mal ein bisschen übertrieben, weil ich mich seltenst mit Figuren identifiziere und das muss ich auch gar nicht. Ich kann ja trotzdem eine Figur verstehen und mitfühlen, aber das fand ich immer ein bisschen bei so Fantasy-Helden schwierig und deswegen finde ich das so spannend, dass deine Figur mal einfach anders geschrieben ist. Ja, er versucht ja wegzulaufen, er sagt, ja. er kann das nicht, er will das nicht. Das da sehe ich mich schon eher. Ja, als ich mich auch noch so ein bisschen. Und er versucht ja wegzulaufen, wieder und wieder und wieder. Und bis halt eben alles, bis er dann die Konsequenzen dessen zu spüren kriegt und dann einfach nicht mehr weiter weglaufen kann. Was wir uns auch gefragt haben, zum einen, warum ist die Hauptperson so jung? Weil das ist ja auch oft so, dass die Hauptfiguren meistens 16 sind. Bei dir ist ja noch jünger, sogar 14. Finde ich dann natürlich auch, da frage ich mich zum einen, was ist deine Zielgruppe? Hast du dir eine Zielgruppe überhaupt überlegt? Oder schaust du mal, wer deine Bücher lesen wird? Oder ist da schon ein Konzept dahinter? Und warum so jung? Warum nicht 20? Oder Mitte 20? Also zu der Frage mit der Zielgruppe. Ich muss jetzt an dieses Ding denken von Denis Villeneuve, der gesagt hat, er hat diesen Dune, für diesen Film für eine Person gemacht, für sich selbst. Ja. Und genauso ging es mir beim Schreiben auch. Ich habe die Geschichte geschrieben, die ich eigentlich immer mal gern lesen wollen würde. Und was das Alter der Hauptcharaktere angeht, also es gab auch da verschiedene Drafts. Mal waren sie älter, mal waren sie jünger. Und letztlich hat sich es dann bei 14 einfach eingependelt, weil ja, ich wollte diesen Archetyp von wegen diesen Teenage-Fantasy-Helden einfach umkrempeln und der ist halt meistens so in dieser Altersgruppe. Also entweder, ich meine, gut, Harry Potter ist am Anfang ein bisschen jünger, glaube ich. Noch jünger, irgendwie 10, 12, 11, irgendwie sowas um den Dreh. Ja, oder so. Und andere sind halt dann so 16 oder sowas und dann hat sich das eben so in der Mitte dann eingependelt. Aber ist es nicht krass, dass ein 14-Jähriger die Welt retten muss? Ja, aber so baut man Stakes auf halt. Das sind Stakes, das musst du mich jetzt abholen. Also, dass Sachen auf dem Spiel stehen. Also du baust Druck auf sozusagen. Ja, und es stehen Sachen auf dem Spiel. Genau. Das ist eigentlich das Okay, aber dann musst du den ja auch so schreiben, dass der auch mal natürlich total krasse Fehlentscheidungen trifft, weil er ist ja auch erst 14. Also ja, was glaubst du, woraus die 500 Seiten bestehen? Genau. Ich hoffe halt, das ist so ein bisschen auch das Problem bei mir oft, das muss halt so ein Grad sein, das darf dann auch nicht so nervig werden. Ja, Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich denke, Gott. Klar, ich hätte es vielleicht mit 14 auch gemacht, aber wenn es dann ständig passiert, ständig Fehltritte, dann irgendwann kann man mich auch verlieren als Leserin. Er ist am Anfang ein bisschen weinerlich, er ist ein bisschen schüchtern, er ist ein bisschen Waschlappen, bin ich ganz Waschlappen ehrlich. Waschlappen ist okay, aber halt nicht dumm sein, das nervt auf Dauer. Dumm. Ich hoffe jetzt nicht. Also, wir werden es herausfinden. Wenn er dumm ist, dann ist es die Dummheit des Autors, die durchscheint. Aber das ist ja so ein bisschen, was du ansprichst, dieses klassische Klischee, dass Kinderrollen auch in Filmen oft sehr anstrengend einfach sind, weil halt Drehbuchautorinnen und Autoren oft nicht wissen, wie sie Kinder wirklich kindlich schreiben. Und ich finde, 14 ist, also ich habe auch über das Alter nachgedacht, aber ich finde, das ist halt noch ein Alter, wo der Schritt zum Erwachsenwerden gerade in so einer Welt
ja doch irgendwie schon da ist, ein bisschen. Und deswegen kann man so Figuren, glaube ich, noch besser und nahbarer schreiben, als jetzt irgendwie, keine Ahnung, das achtjährige Kind in Jurassic World, was die ganze Zeit nur nervig durch die Gegend rennt und sich aufregt. Und ja. Das wäre nichts sagen. Aber du sprichst es gerade an, also in so einer Welt, in so dieser so hoch-spätmittelalterlichen Welt sind die Leute natürlich auch viel früher schon erwachsen geworden. Also da warst du ja mit 13, 14 eigentlich schon mit beiden Beinen fest im Leben, wenn nicht sogar schon verheiratet. Schau dir Game of Thrones an. So, ich wollte es gerade sagen. Ich habe auch dann tatsächlich mal so, weil ich dachte mir dann echt so, es ist 14 eigentlich so das richtige Alter? Und dann überlegst du halt so hin und her. Und dann habe ich auch mal kurz bei Game of Thrones natürlich nachgeschaut. Ja. 18. der Meister. Ja, und da sind die auch alle 14. Also ich glaube, Daenerys ist 13, als sie mit Khal Drogo verheiratet ist. In der Serie ist alles ein bisschen älter gemacht. Ja. Und ich meine, wenn du dir ja Hayao Miyazaki angeschaut hast, der kann es ja ganz gut. Der hat ja auch ganz viele KinderprotagonistInnen, vor allem ProtagonistInnen, die nicht nervig sind, finde ich. Also ich meine, wie alt wird Nausicaä sein? Ich habe keine Ahnung, die ist auch vielleicht 13, 14. Wer? Nausicaä. Ach so, ich glaube, die ist sogar einer der Älteren, aber jetzt Chihiro ist, glaube ich, 10 oder 9. Ponyo, die sind ja Kindergartenkinder. Also, ja, oder Kiki Totoro, auch, wie sehr heißt jung. Es? Ja, oh Gott, Kiki. Ja, ich liebe den Film, ja. Kommt jetzt ein Buch raus? So Kiki? Ja, ich hatte das gar nicht gewusst. Anscheinend ist es in Japan Ich glaube, das ist schon ein Buch, ja. Genau, und jetzt endlich, so 50 Jahre später, kommt die deutsche Übersetzung auch in raus. In Deutschland endlich, cool. Wäre schon sweet, das mal zu lesen. Gleich was auf der Leseliste. Hm. Ja, wir waren schon so ein bisschen bei so Tropes, die es gibt. Und ich glaube, gerade wenn man sich mit Fantasy auseinandersetzt, wird man ja einfach mit Tropes konfrontiert, weil da gibt es ja sehr, sehr viel. Zum Beispiel jetzt wie diese Heldenfigur konzipiert ist, dass es die klassische Heldenreise geben muss unbedingt. Oder dass man ja so MacGuffins drin hat, wie den Ring zum Beispiel. Mhm. Und zum Teil gehst du ja in den Kapiteln, die wir lesen konnten, auf sowas ein und übernimmst sowas vielleicht auch ein bisschen. Zum Teil brichst du aber eben auch damit. Und ich habe mich dann gefragt, wie entscheidest du das? Also wo überlegst du dir, wo gehe ich mit der Erwartungshaltung mit, wo breche ich die Erwartungshaltung? Vielleicht ist es eine schwierige Frage, aber mein Ding war eben, okay, ich will, als ich damals gesagt habe, ich will diese Story schreiben, die ich selber gerne lesen wollen würde, war es eben so, ich will mal mit diesen ganzen Tropen irgendwie brechen. Und Fionn ist quasi der Auserwählte, wenn man es jetzt eigentlich so will, wie sich dann im weiteren Verlauf auch herausstellt oder am Ende vom ersten Kapitel dann eigentlich so sich schon andeutet, dass da irgendwie mehr dahinter ist. Aber ich wollte diesen Auserwählten auch eben mal umkrempeln, weil was ist eben, wenn dieser Auserwählte sagt, nö, kein Bock, will ich nicht, seh ich einfach nicht, kann ich einfach nicht, da bin ich nicht der Richtige für. Ich will auch mitentscheiden. Aber das ist ja genau. Eben, wer fragt mich dann eigentlich? Ich will dann mitentscheiden und ich sage einfach nö. Das war zum Beispiel eins oder auch so dieser große, übermächtige Antagonist. Ne? Also jetzt Sauron aus Herr der Ringe oder der andere dunkle Lord aus einer gewissen anderen Buch- und Filmreihe, die halt eigentlich so dieses absolute Böse dann irgendwie sind. Und so wird es im Prolog bei mir dann auch erklärt, so kriegt es dann Fionn später auch mal erklärt und dann switchst du aber mal rüber und schaust, wie es bei denen eigentlich tatsächlich so zugeht und merkst, okay, es ist eben auch nicht so, also die haben da untereinander dann auch ihre Querelen, sage ich jetzt mal. Also sie haben ihre Gründe auch. Ja, also ja, es ist jetzt nicht einfach nur, naja, der ist halt böse. Nee. Also es hat alles seine Dinge, also ich versuche die so am Anfang aufzusetzen und dann eben nach und nach so ein bisschen runter zu brechen einfach. Und ja, dafür musst du sie am Anfang halt eben aufsetzen. Ja. Deswegen ist, wenn man das Ding von außen auch anschaut, glaube ich, okay, dann hast du halt, ja klar, du hast den Auserwählten, du hast den dunklen Herrn, du hast, keine Ahnung, das mysteriöse Schwert oder sowas, der hier bitte MacGuffin einfügen. aber im Laufe der Story wird es dann eben alles auseinandergenommen und umgekrempelt und ja, das ist natürlich spannend, weil da freut man sich halt als jemand, der ein bisschen was mit dem Genre zu tun hat, wenn sowas dann mal einfach andersrum gedacht wird. Das ist ja so ein bisschen wie in Game of Thrones, wird am Anfang eingeführt, Cersei und Jaime, die Lannisters, das sind die Bösen, die machen gemeine Sachen und so weiter. Gerade im Buch ist das sehr auffällig, weil die kommen ja nach Winterfell. Wir sind immer in der Perspektive von den Starks und sehen die so als die Eindringlinge. Vor allem aus der so ein Perspektive bisschen von Kinder-Starks. Ganz genau. Und irgendwann im Laufe der Bücher, ich glaube so ab dem 5. Buch oder so,
haben wir dann aber auch Kapitel aus der Perspektive von Cersei und Jaime. Und das heißt nicht, dass die zwingend dann zu Good Guys werden, aber dieses große Böse wird denen dann halt dadurch genommen, weil man ihnen dann eigene Charaktermotivationen gibt und eigene Probleme gibt und auch irgendwie, ja, Gründe dafür gibt, dass sie halt nicht die nettesten Menschen sind. Es ist ja dieses, was auch George R. R. Martin schon mal gesagt hat, der einzige Konflikt, über den es sich ja wirklich zu schreiben lohnt, ist der im Herzen eines jeden Menschen. Und das ist halt auch dieses, was Game of Thrones eben so ausmacht, ja, auch wenn die Cersei-Kapitel im Buch sind so funny irgendwie. Wie sie einfach bloß den ganzen Karren gegen die Wand fährt. Das stimmt, ja. Gerade zum Ende hin wird es sehr. Ja. Aber dieses eigentliche, noch größere Böse, was da jenseits der Mauer lauert, wovor sich die Bücher ja so ein bisschen drücken noch, ja. Bin ich auch sehr gespannt, wie das in den Büchern aufgelöst wird. Ich hoffe inständig, dass es nicht so ist wie in der Serie, wo es einfach gar nicht aufgelöst wird. Die große Stärke von Game of Thrones ist ja auch die Charaktere, also gar nicht mal nur die Welt und der Plot, sage ich jetzt mal. Mhm. Ist es bei dir dann auch so? Also ich stelle es mir sehr schwierig vor, Charaktere zu schreiben, die glaubwürdig sind, die vielschichtig sind, die nicht klischeebeladen sind. Also hattest du da Schwierigkeiten damit oder wie ist das so zum Beispiel auch Themen, weil die Figur sehr jung ist, spielen auch Themen eine wichtige Rolle, wie erwachsen werden, Liebe, Freundschaft, sowas? Oder ist es eher plot-driven, dein Buch? Ich würde schon sagen, eher von den Charakteren ausgehen, weil ich finde, die Charaktere müssen alles steuern und dann alles, was sie tun, muss einfach für und in sich geschlossen Sinn ergeben einfach. Und von dem her fand ich es auch tatsächlich gar nicht so schwer, die Charaktere so zu schreiben, wie sie jetzt sind. Ich hoffe, dass es gelungen ist, dass sie vielschichtig sind und dass ihre Entscheidungen nachvollziehbar sind, weil du ja selber natürlich auch einfach so denkst und dann bist du da einfach so drin und du denkst, ich finde es einfacher, sowas zu schreiben, als jetzt irgendwie, keine Ahnung, das ist jetzt hier, der ist so und so und dann alles, was er macht, ist quasi so. Es gibt einen Charakter, der taucht dann in Teil 2 auf, der tatsächlich einfach zumindest zu dieser Stelle dann so ist. Und da macht es dann auch wieder Spaß, den zu schreiben, weil es ist dann einfach so ein bisschen exzentrischer und du kommst mal einfach so ein bisschen raus. Das macht auch Spaß. Genauso wie, keine Ahnung, die alten 90er-Jahre Disney-Schurken einfach Spaß machen. Aber die Hauptcharaktere habe ich schon versucht, tatsächlich eben so vielschichtig zu schreiben, dass ihre Entscheidungen die Handlung vorantreiben und dass sie da aktiv vorgehen. Auch wenn es sowas ist wie Fionn, der versucht immer nur davon zu laufen. Auch wenn er bloß davonläuft, irgendwo läuft er hin. Mhm. Wir folgen ihm. Du hast eben mit Ghibli schon gesagt, ich fand das witzig, als du meintest, das Essen ist die Parallele zu Ghibli. Und da habe ich dann auch drüber nachgedacht, ein klassisches Merkmal von Fantasy-Literatur ist ja häufig, nicht immer, aber häufig dieses ausladende, epische Beschreiben. Also wenn du wirklich in aller Breite dann erzählst, wie die Burgen aussehen und was es für ein Festmahl gibt und wie sie durch den Wald laufen und wie dann die, keine Ahnung, die Sonne fällt oder so. Habe ich dir so wirklich bloß die ersten zwei Kapitel geschickt? Das ist jetzt eben meine Frage. Machst du das auch? Also ich finde, im Prolog merkt man es. Ja, guilty. Ja. Ja. Ja, das macht ja auch einfach Spaß. Ganz also, genau, weil das hat auch mit am meisten Spaß zu lesen gemacht, weil ich mache das nämlich auch. Also ich merke, wenn ich irgendwas schreibe, egal was, aber gerade wenn es auch so ein bisschen sowas Fantastisches oder so ist, ich drifte halt voll ab in diesen Details, wie sieht was aus und so. Ich weiß, du magst es, glaube ich, nicht so gerne in Büchern, aber ich bin da großer Fan von. Aber ich finde, auch da muss man es dann eben immer, wie jetzt in meinem Fall, wo du die ganzen Kapitel halt eben aus dieser recht engen POV-Sicht hast, du bist ja wirklich im Kopf von diesen Figuren drin und nimmst es alles ja so wahr, wie die das wahrnehmen und also ich habe es dann im weiteren Verlauf vom ersten Buch mal, dass zwei sehr unterschiedliche Figuren mit sehr unterschiedlichen Umständen gerade am selben Ort sind und du hast komplett andere Wahrnehmungen quasi. Und der eine genießt es und der andere ist einfach bloß, ich muss hier jetzt durchgehen aus dem Weg. Das ja, ist dann natürlich auch faszinierend, das so durch unterschiedliche Linsen dann einfach auch wahrzunehmen. Und du kriegst halt einfach ein vollständigeres Bild dann davon und ein authentischeres Bild, würde ich jetzt sagen. Aber ja, ich bin guilty, also da kommen Absätze über Absätze dann an Prosa über, keine Ahnung, wie schaut jetzt diese Stadt aus und wie sind die Leute da, aber ja. Würdest du, jetzt ein bisschen aufgehängt an diesem Schreibstil, würdest du sagen, dein Buch oder deine Bücher sind Epen? Und wenn ja,
wieso? Was ist ein Epos? Weil ich habe mich das nämlich gefragt, weil man sagt ja oft so, Herr der Ringe ist das Fantasy-Epos. Ja. Aber was macht ein Epos aus? Wann wird ein Fantasy-Werk zu einem Epos? Weißt du, gibt es eine Wortzahl, ab der das als Epos gilt? Ich weiß nicht, also ich glaube, ich würde jetzt nicht so großspurig sein und das jetzt schon als Epos verschreien. Auch wenn ich im Marketing und so weiter halt schon sogar ein düster, episches Ding, aber episch als Adjektiv ist nochmal was anderes als Epos. Ja. Weil ich bin, also Epos, Epos ist jetzt sowas wie Herr der Ringe, ist Silmarillion, ist Eis und Feuer, oder dann auch so das Rad der Zeit und ich bin jetzt mal bescheiden und sage, es ist kein Epos. Okay. Und das müssen andere Artisten, das glaube ich, kann nicht der Autor sagen. Ich kann mich jetzt nicht hinstellen und sagen, das ist mein Epos. Ist ein Epos, weil ich habe eben dann über diesen Begriff nachgedacht, ist ein Epos nur über die Länge definiert oder muss es da irgendwie große Schlachten geben? Ich weiß nicht, wie Ich glaube, es muss diese große, umfassende Erzählung sein. Mhm. Es muss bestimmte Themen, glaube ich, beinhalten. So bestimmte zwischenmenschliche, weil ich meine, das Nibelungenlied ist ja auch so eins der Epen schlechthin oder Beowulf. Und die beackern ja dann eben auch große Themen im Laufe ihrer Geschichte, aber eben im Gewand von dann fantastischen Erzählungen und so. Also ich glaube, da geht es dann so ein bisschen auch hin. Wir waren ja schon so ein kleines bisschen bei Inspirationsquellen, also sogar viel. Aber gibt es da noch welche, die du nicht genannt hast? Oder gibt es vielleicht einfach Filme, die jetzt nicht unbedingt direkte Inspiration für dieses Buch sind, aber die du dir im Vorhinein angeguckt hast und wo du dir gedacht hast, das ist ein Stil, den ich gut finde oder so? Oder auch Bücher? Oder sind da wirklich Game of Thrones und Ghibli schon die zwei großen, wo du sagst, oder und Herr der Ringe, auf die du es festlegen würdest? Das sind halt, würde ich jetzt sagen, die namhafte, weil das ist halt eine Entscheidung gewesen fürs Marketing einfach, weil du musst, oder beziehungsweise fürs Pitchen auch für Agenturen und Verlage, wo ich leider ein bisschen zu spät dann auch drauf gekommen bin, dass die Leute mittlerweile irgendwie haben wollen, XY trifft auf bla bla bla. Mhm. Und Kreativität ist tot, alle wollen Vergleiche quasi haben. Und so bin ich dann da drauf gekommen, dass Game of Thrones und Studio Ghibli quasi so die namhaftesten und eigentlich die treffendsten Begriffe quasi sind, um dieses Ding einfach so mal von der Stimmung, von den Vibes her zu beschreiben oder auch vom Aufbau, dann, wenn man weiß, wie die Eis- und Feuerbücher geschrieben sind, dann mit den POV-Charakteren. Aber ansonsten ist es schon, es sind noch andere Inspirationen drin, da habe ich auf Instagram und auf meinem Blog auch schon so ein bisschen angerissen, wo ich auch gern öfter drüber schreiben würde, aber wenn du eh schon die ganze Zeit am Schreiben bist, ist es da noch mehr zu schreiben. Also das ist Avatar, der Herr der Elemente, ist eine ganz große Inspiration, wo ich auch glaube, also wenn, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, die Leute haben eine gute Schulbildung genossen und haben Avatar geguckt, dass man dann auch das an der einen oder anderen Stelle dann auch so ein bisschen durchscheinen lässt. Das sind dann Sachen, die man als Kind dann einfach auch so aufgenommen hat. Avatar ist ja auch so diese Heldengruppe um lauter Jugendliche, die sich dann da zusammenraufen müssen. Das sind auch wirklich Kinder, ne? Und wo Kinder. Vor allem Aang auch am Anfang immer wegläuft, weil er diese Verantwortung nicht haben will. Stimmt. Und dann macht er es bloß noch schlimmer dadurch. Ja. Und Aang ist 10. Ja. das ist zum Beispiel eins oder dann eins, was mich auch... Es war auch so zu dem Zeitpunkt, wo die Hobbit-Filme damals rauskamen, war Attack on Titan, wo die Charaktere halt auch immer wieder Entscheidungen treffen, wo sich dann halt erst im Laufe der Story dann raschelt. Ups, war eine Fehlentscheidung und jetzt ist eigentlich alles noch viel schlimmer als davor und jetzt müssen wir damit irgendwie klarkommen. Und diese Härte einfach bloß immer und immer wieder niedergeschlagen niedergeschlagen zu werden, immer wieder Verluste hinzunehmen und letztlich stehst du immer auf der gleichen Stelle, aber trotzdem halt immer dranbleiben und weitermachen. Ist es auch so brutal? Wie Attack on Titan. Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, es ist schwer brutaler zu sein wie Attack on Titan. Ich wollte auch noch fragen, wie das so behind the scenes abläuft. Also wie war der Prozess mit der Lektorin oder dem Lektor? Musstest du da viel einbüßen? Musstest du da viel zurückstecken? Oder hast du dich durchsetzen können? Oder wie läuft das denn ab? Ja, und an wen musst du dich überhaupt wenden, wenn du dir überlegst, du hast so dein langes Skript, aber du willst es jetzt veröffentlichen? Naja, vermutlich also, erstmal einen Verlag suchen und die haben dann einen Lektor, oder? Nimm uns mal mit durch den Prozess. Ja, das wäre so. Also tatsächlich, jetzt ist ungefähr ein Jahr jetzt her, dass ich mit dem Manuskript dann fertig war und also tatsächlich mal so weit fertig war, dass ich gesagt habe, jetzt bin ich zufrieden damit, jetzt traue ich mich das so auch anderen Leuten zu geben.
unabhängig jetzt vom Freundeskreis, weil ich meine, wenn du den gibst, dann ist natürlich immer alles toll und super. Und, aber dann war es wirklich so weit, dass ich gesagt habe, okay, jetzt kann ich es wirklich anderen Leuten geben und ich muss mich nicht mehr dafür schämen, blöd gesagt. Ja. Und dann ging es eben los, also ich habe ja diesen kleinen Vorteil, zumindest dachte ich das, dass ich ja in einem Verlagshaus arbeite, wo auch eben so Fantasy veröffentlicht wird. Und habe es dann eben da mal hingeschoben und habe die Leute halt auch gefragt, so hey, wie wollen die Leute es eigentlich präsentiert haben, wenn du jetzt da mit so einem Projekt um die Ecke kommst, und habe dann da so ein paar Tipps gekriegt und auch, und dann habe ich es an Agenturen auch geschickt und letztlich wollte es keiner, weil einfach momentan der Markt woanders ist, also der Fokus liegt jetzt halt gerade nicht auf dieser Art von Fantasy, sondern halt eben auf einer anderen, was ja auch in Ordnung ist, und dann habe ich halt eben gesagt, okay, dann mache ich es im Self-Publishing, weil irgendwie will ich das Ding rauskriegen, und das war halt dann auch eine ziemlich, also als es dann zu dieser Entscheidung kam, war es eigentlich ziemlich klar, weil es gab halt keine Alternative. Aber es ist nicht super teuer? Ja und nein. Was also, heißt Self-Publishing? Naja, du musst halt eben alles tatsächlich selber machen. Also entweder du machst das wirklich einfach alles selber, was ich jetzt nicht empfehlen würde, weil du nie alles kannst oder siehst. Also falls da irgendwer zuhört, don't do it. Holt euch einen Experten, der weiß, was er macht. Und da hatte ich halt auch so diesen kleinen Vorteil, dass ich da halt einfach in dieser Branche schon drin war und ganz viele tolle Leute dann auch gekannt habe einfach schon. Also Cover-Designer dann zum Beispiel. Danke, Steffen und Tobi. oder dann auch eben eine Lektorin, die ich da mal angefragt habe. So. Und ja, dann überlässt du denen dein Baby und pitchst halt, was du jetzt gerne hättest als Cover, oder sagst halt, worauf beim Lektorat dann quasi so zu achten ist. Und in dem Fall ist es halt dann, da ist dann natürlich diese Freiheit dann als Self-Publisher von wegen zu sagen, das ist die Story, das ist das Manuskript, so will ich das haben. Da kommt, okay, dass du mehr Freiheiten, als wie wenn du jetzt den anderen Weg gegangen wärst. Ja, also das klingt bei einem großen Verlag. Ja, also ich will da jetzt auch nicht dagegen stänkern, weil also das macht ja auch keinen Sinn. Also die Leute geben dir ja da auch bloß Anmerkungen. Es zwingt einen ja als Autor keiner irgendwas umzuändern. Aber du hast halt eben noch eine zweite Meinung, die quasi sagen kann, hey, an der Stelle kann ich jetzt irgendwie eine Charakterentscheidung nicht ganz nachvollziehen. Willst du das nicht entweder nochmal anders machen, oder willst du das, wenn du es nicht umschreiben willst, quasi entweder untermauern oder irgend sowas. Also du hast ja halt wirklich Leute, deren Job das ist, dir da Feedback zu geben. Ja. Und manche sehen das als Handschellen von wegen, ah, hier wird meine Kreativität eingeschränkt. Aber also ich finde, ich kann mir halt vorstellen, dass man sich bei so vielen Seiten ja auch einfach mal verrennt, dass man total den Fokus auch vielleicht mal verliert. Total, oder, ja klar. Und dann ist es schon mal gut, mit einer außenstehenden Person drüber zu reden, die da eben einfach einen anderen Blick drauf hat. Weil ich habe am Ende vom Buch dann vier verschiedene Handlungsstränge, die sich dann alle irgendwie jonglieren müssen. Und da sagst du, okay, aber du hast jetzt diesen einen Handlungsstrang seit, keine Ahnung, 200 Seiten nicht mehr gekriegt. Und du steigst dann einfach mitten ein. Ne? Du blickst nicht mehr durch, du brauchst einen neuen Einstieg. Solche Sachen dann einfach. Oder wie gesagt, ich kann hier irgendwie eine Charakterentwicklung nicht ganz nachvollziehen. Das macht keinen Sinn und solche Sachen. Das hatte ich jetzt halt nicht dadurch. Also ich war dann auf mich selber gestellt und auf mein Gefühl quasi. Und wirklich zu sagen, nee, ich glaube, die Geschichte funktioniert jetzt so, wie sie ist. Und was du natürlich immer noch machen kannst, sind dann Testleser natürlich, was ich auch dann gemacht habe, das halt einfach wirklich mal an komplett Fremde zu geben und sagen, ja, das ist jetzt hier noch nicht lektoriert, da sind noch Schreibfehler drin und so weiter und so fort. Aber funktioniert die Geschichte so? Und um dieses Input dann quasi da vielleicht noch mit einzubauen, was ich dann auch gemacht habe. Also da war ich auch und sehr, sehr dankbar dafür. Wo findest du die Leute? Also Instagram tatsächlich. Okay. Also du findest überall immer hilfsbereite Menschen, die sagen, ja klar, also lese ich mal gerne durch. Instagram, es gibt auch spezielle Seiten dafür, story.de oder so, wie die heißt, da kann man dann auch so Aufrufe reinstellen und sagen, hey, ich suche Leute für bestimmte Zwecke oder so, sei es jetzt Cover-Reveal oder eben Testleser und solche Sachen. Also es gibt schon Mittel und Wege, wie man dann sowas findet, was ich halt auch wirklich empfehlen würde, weil wie gesagt, du entdeckst nie alles selber, vor allem also 500 Seiten aufwärts. Fällt mir auch gerade noch ein, hast du eine Weltkarte? Ja, ja. Na klar. Ist die auch im Buch? Ist auch im Buch. Geil, ja. Stark. Ja. Muss. Ja, und ist auch selber gezeichnet und dann eben noch. Von dir? Ja. Cool.
Also die sind echt irgendwie so groß. Passt gerade noch so auf den Tisch. Und im Buch ist sie dann so klein. und gibt es dann da auch so zwei Kontinente? Westen und Osten? Sehr oft so. Es gibt einen Kontinent, den ich nach vorne und hinten aufteilen muss, weil er zu groß ist. Genauso wie ich das Buch aufteilen muss, weil es zu groß ist. Und dann kommt irgendwann das Manuskript eben von der Lektorin wieder zurück und dann sind eben da auf 500 Seiten lauter Anmerkungen drin oder eben Korrekturen einfach nur und dann gehst du es einfach durch und sagst, okay, ja, ist eine Korrektur. Nee, das ist wirklich so. Und gehst dann eben da durch und am Ende hast du im Optimalfall dein satzfertiges Manuskript und gibst es dann eben in den Satz, also quasi es wird ein Layout erstellt und professionelle Setzer setzen das dann und machen das dann quasi hübsch und dann gehst du das im PDF dann quasi auch nochmal durch und irgendwann nach 10, 15, 20 Runden. Wie oft hast du dein eigenes Buch gelesen? Oh, keine Ahnung. Wenn ich dafür jedes Mal einen Euro kriegen würde, dann glaube ich, wäre ich schon. Dann hätte sich die Erstauflage schon ausbezahlt. Ja. Stark. Könntest du, das ist eine doofe Frage eigentlich, aber könntest du, wenn man dir einzelne Sätze oder Abschnitte vorliest, ziemlich genau sagen, wo die im Buch sind? Ja, ziemlich. Hatte ich nämlich auch schon, weil dann kommen Leute und sagen dann quasi, mir ist noch ein Fehler aufgefallen und dann zitieren die quasi diesen einen Satz. Ja, so, oh Gott, wo war jetzt das? Und dann hast du vielleicht eine gratis PDF zur Hand, wo du dann einfach bloß Suche oder sowas machen kannst und dann musst du wirklich durchs Buch und dann immer, ah ja, der Satz, der war hier irgendwie, ah ja, da ist er. Oh, ja, tatsächlich. Oh, ärgert dich das dann? Ich bin froh, wenn sie es mir sagen. Weil dann kann man es ausbessern. Ja, okay, es war noch bevor es gedruckt wurde. Ja, okay, gut. Ja. Und wie war das mit dem Druck? Hast du dann auch einfach halt eine Firma gesucht, die das in der Qualität und zu dem Preis druckt, was du dir vorgestellt hast, oder? In etwa, ja. Also es gab eine erste Druckerei, mit der hätte ich es versucht. Da kam ein Probeexemplar zurück, also so ein erstes Vorab-Belegexemplar. Da war dann die Qualität leider nicht so, wie ich es gerne haben wollte. Warum? Es war einfach nicht gut. Also es ist schwierig, es ist ohne dass man es jetzt wirklich da hat. Also es sind recht technische Geschichten. Also das Aufschlagverhalten, wenn man es so nennen will, war ziemlich mies. Also der Leim hinten am Rücken war recht hart. Deswegen konntest du die Seiten quasi nicht umschlagen und die bleiben liegen. Ich finde sowas sehr wichtig. Ich achte da so krass drauf als Leserin. Total. Mich regt das so auf, wenn ein Buch ständig zuschlägt. Und ich appreciate das richtig, wenn das Buch gut in der Hand liegt, wenn die Seiten schön offen bleiben, wenn es nicht so labbrig ist, dieser Einband, wenn es ein Taschenbuch ist und so, und wenn die Seiten nicht so dünn sind. Das ist mir so wichtig. Auch die Schriftart finde ich so, so wichtig. Es darf nicht zu eng sein, es darf nicht zu klein sein. Also sonst bin ich sauer. Verstehe ich gut. Also weil mir ging es dann eben auch so. Ich war weniger sauer, als dass ich irgendwie enttäuscht war. Du hast dann dieses Ding und wie gesagt, es war einfach so ein mieses Aufschlagverhalten. Seiten legen sich nicht einfach hin, sondern du musst ständig hinten den Rücken quasi durchbrechen. Ja. Umschlagmaterial war so dünn, dass mit dieser Laminierung außen sich das dann sofort nach außen verbogen hat und es war einfach nicht schön. Nee. Und dann dachte ich mir, nee, also das ist nicht das, wofür ich jetzt 5 Jahre gearbeitet habe und was ich jetzt Leuten dann auch verticken will. Ja, und kommt es gleich als Taschenbuch oder erstmal Hardcover und dann Taschenbuch? Als Klappenbroschüre jetzt tatsächlich. Also Klappenbroschüre ist, wenn du Taschenbuch hinten mit diesen Klappen, weil ich brauche den Platz für die Weltkarte. Weil ein HC sich nicht kalkulieren lässt momentan. Okay. Nicht als Self-Publisher. Also vielleicht, das ist ja auch nicht bei 500 Seiten. Und jetzt kannst du es ja auch dazu sagen, gerne, wann wird es denn veröffentlicht? Also eigentlich veröffentlicht ist es. Also es ist am 23.05. erschienen. Momentan gibt es eben leider wegen dieser Sachen mit der Druckerei noch Lieferverzögerungen, aber die Bücher gehen dann übernächste Woche jetzt dann wirklich final auch raus. Also es gibt schon ein paar coole Leute, die das schon vorbestellt haben bislang und die kriegen das dann auch als allererstes. Also die Bestellungen sind da und gehen quasi, Buch kommt ins Lager rein und die Post wendend wieder raus. Aber schau, falls die Person queer sein sollte, passt es doch. Ist doch zu einem perfekten Zeitpunkt dann doch passt noch erschienen. So, als hätte ich's im geplant. Juni ist Pride Month.
Also von dem her, genau. Ich hatte es halt auch geplant. Das war Schicksal, der Flugträger. Ich hatte es tatsächlich so geplant. Und dann hatte ich von Testlesern kam dann aber das Feedback zurück, dass das denen quasi nicht queer genug war und dass sie nicht finden, dass man das quasi so groß rausstellen kann. Und dann, ja, okay, will ich auch nicht so wirklich. Ich mag das nicht, das so als Verkaufsargument einfach irgendwie so zynisch da so rauszustellen. Ich denke, nee, es ist lieber, wenn die Leute so unter dem Lesen dann einfach entdecken und auf Gedeih oder Verderb. Auch da haben die ersten Kapitel mit Fionn und Kellen da am Strand haben viele verschiedene Versionen durchgemacht. Verstehe ich nicht. Wie kann man das anders interpretieren? Also, aber gut. Manche waren expliziter, bei manchen war es dezenter. Bei manchen ging sie tatsächlich weiter, aber dann hat es eben, nee, letztlich ist es so geworden, wie es jetzt ist. Und ja, pünktlich zum Pride Month. Passt. Und wie ist es dann, wenn man eben selbst publiziert, mit der Möglichkeit, sowas auch in Bücherläden zu verkaufen? Ja. also ich hatte, als das dann alles soweit mal im Kasten war und als ich dann so meinen Pitch auch zusammen hatte, habe ich im, wann war das jetzt? Februar, März, irgendwie so um den Dreh, hatte ich dann ein paar Buchläden eben angeschrieben. Also hauptsächlich hier so aus dem Regensburger, Münchner Umland halt, wo man sagen kann, so hey, hier, Typ aus der Heimat hat ein Buch geschrieben, kauft es. da haben sich dann auch ein paar tatsächlich zurückgemeldet. Also ja klar, du kannst die Leute natürlich einfach anschreiben und sagen, hey, ich habe ein Buch veröffentlicht. Hier und hier, das sind die Gründe, warum es geil ist, kauft es. Und was anderes machen ja letztlich die großen Verlage auch nicht. Ja. Die haben halt einfach bloß die Vertriebsmannschaft, dass die wirklich dann da hingehen können und sich mit den Leuten zusammensetzen, aber letztlich machen die nichts anderes. Klar, so ein großer Verlag, der hat es natürlich auch leichter. Also denke ich mir jetzt mal allein vom Verlag her, das wird sich schon verkaufen. Ja, da wirst du es ein bisschen schwieriger haben als noch nicht bekannter Autor. Vielleicht eben, aber es gibt ganz viele Self-Publisher, die das auch ganz, ganz krass können. Und was du halt natürlich eigentlich Ding ist, ist natürlich, dass du den Endkunden, also den Leser halt ansprechen musst und die kaufen die Bücher und dann ziehen auch die stationären Händler dann tatsächlich nach. Also wenn die sehen, oh wow, das wird jetzt hier so und so mal gekauft, dann holen die sich das auch. Also Thalia hat da irgendwie so ein Programm, so ein extra Self-Publisher Erfolgsding, sage ich jetzt mal, irgendwie Bücher, die sich einer bestimmten Anzahl im Monat verkaufen, holen die sich dann quasi in alle Flaggschiff-Stores und liegen dann da aus. Auch vielleicht eine dumme Frage, aber gut, das ist jetzt, sind jetzt ein paar gedruckte Exemplare da. Wo lagert man die? Wer verschickt die? Du oder was? Nee, ich habe so einen Vertriebspartner und die machen quasi diesen ganzen logistischen Krempel auch, dass die Bücher online überall zu sehen sind und so weiter. Also ich gebe denen die ganzen Daten und die spielen das dann ein und dann passiert irgendwie IT-Magic und dann sieht man die Bücher überall und genau, weil da gibt es dann auch, also da kommt dann ganz viel so technischer Krempel einfach mit dazu, von wegen, dass der Buchhandel ja dann wiederum Rabatt kriegt und diese ganzen Dinge und Retouren und dieses ganze technische Vertragskrempel einfach, wo ja es dann einfach einfacher ist, wenn du tatsächlich einen eingeführten Vertriebspartner hast, der weiß, was er macht, Glück sagt. Ja. Also es ist nicht so klischeemäßig, dass übergangsmäßig so dein ganzes Haus mit deinen Büchern vollsteht, bevor du sie weiter verschicken kannst. Nee. Also das war ganz lustig, als ich das erste Angebot von der neuen Druckerei gekriegt habe. Ich habe das quasi so, tatsächlich muss ein Teil zu mir geliefert werden, weil ich so eine kleine Signieraktion am Laufen hatte und die muss ich halt dann unterschreiben und dann gibt es Rezensionsexemplare und Presseexemplare, die dann noch rausgehen und die verschicke ich dann. Hast du uns ein Rezensionsexemplar mitgebracht? Wenn ich die Bücher hätte. Schade, enttäuschend. Ich schicke es euch gerne noch nach. Ja. Signiert. Signiert dann, ja. Und die habe ich dann tatsächlich zu mir nach Hause jetzt liefern lassen, damit ich die halt einfach gleich da habe. Und im ersten Angebot von der Druckerei stand dann, dass die gesamte Erstauflage zu mir geliefert wird. Und ich dann, nein. Wenn du überlegst, so ein 500-Seiten-Klopper, der ist so 5 cm dick, mal ein paar hundert Exemplare. Wie viel hast du in deinem Regal stehen? Auch noch keine. Auch noch keine. Ach, außer diesem einen Mist-Exemplar. Oh, okay. Traurig. Aber das heißt, du kriegst dann sozusagen das Buch, so wie es am Ende aussieht, in dem Moment, in dem es auch die bekommen, die es schon vorbestellt haben. So ziemlich, ja. Ja. Also spannend. Daumen drücken, dass der Druck diesmal funktioniert. Stimmt, dass es diesmal klappt dann. Vielleicht zum, ja,
es deckt sich ein bisschen mit ein paar Fragen, die wir schon hatten, aber ich wollte es jetzt trotzdem nochmal stellen, jetzt einfach mal abgesehen von deinem Buch, was ist so dein Lieblings-Go-To-Fantasy-Film? Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, weil auf einen festlegen, du kannst gerne auch mehrere sagen. Ja, ich müsste ja drei per se. Ja, kannst du ja. Ja, ich glaube, ich muss die gar nicht aussprechen. Oder? Es ist eigentlich relativ selbsterklärend, welche drei Fantasy-Filme man. Herr der Ringe? Ja. Ja, ja. Okay. Es ist, ja. Ja, die sind schon gut. Basic Bitch, ich weiß. Sind schon gut. Ich kann mir nicht helfen. Die sind. Das Problem an Herr der Ringe ist irgendwie, es ist so gut, dass wenn du die einmal gesehen hast, dann brauchst du eigentlich keine andere Fantasy mehr fast. Ja. Also, es ist so gut, ja, dass du. Ich verstehe halt aber, High was Fantasy, du meinst. Aber es gibt ja auch noch ganz viel anderes Fantasy. Ja. Und ich kenne mich jetzt auch nicht so aus, ich wüsste jetzt nicht neben Herr der Ringe und Hobbit, was denn noch wirklich gute High-Fantasy-Filme sind. Da wird es eben schwierig, weil gute High-Fantasy gibt es schon, aber halt leider nicht so oft in Filmform irgendwie, weil, keine Ahnung, da hat Hollywood irgendwie Angst davor, weil High-Fantasy halt ganz oft, das Problem an High-Fantasy ist halt, es ist so in sich geschlossen und so ehrlich und aufrichtig. Da hat Hollywood irgendwie, spätestens habe ich den Eindruck, seit Marvel irgendwie Angst davor. Bei Hollywood ist jetzt irgendwie alles so zynisch und ständig muss alles so wink, wink, nudge, nudge mit Humor untergraben werden und du kannst nichts Aufrichtiges mehr machen. Also ich glaube, sowas wie im Herr der Ringe, wenn die am Schluss im dritten Teil alle dastehen und heulen sich die Augen aus, weil, keine Ahnung, dein bester Freund hier jetzt gerade weggeht, das kriegst du halt einfach nicht mehr. Also, und man merkt auch, dass keine Fantasy-Filme mehr kommen in die Kinos. Also, außer Herr der Ringe Spin-Offs. Es kommen zwei neue Filme jetzt. So random. Ja. Oder der eine Fantasy-Film, der letztes Jahr rauskam, Dungeons and Dragons, war ja auch wieder so, ne, ja, ich weiß schon, das ist jetzt alles nicht ernst, gell, Witz, Witz. Und das ist eben schwierig, weil diese ganzen High-Fantasy-Geschichten, auch sowas wie jetzt das Rad der Zeit, was ja auch noch so eine ganz große Ding irgendwie wäre, oder diese Brandon Sanderson Epen, ist halt schwierig, weil die, da hat Hollywood irgendwie so Angst davor, habe ich wirklich den Eindruck. Das Rad der Zeit, da gab es doch eine Serienverfilmung, die so ganz katastrophal schlecht sein soll. Ja, oh Gott, ich habe 5 Folgen durchgehalten. Oh nein, und die machen jetzt Herr der Ringe. Ja, was soll ich zu Herr der Ringe sagen? Also ich habe es nicht gesehen, aber der Trailer Serie, hat schon alles gesagt. Oh Gott, ja. Also. Das ist ja auch, finde ich, ein bisschen das Problem, weil gerade am Serienmarkt sieht man ja schon, dass es Publikum findet, zum Beispiel die The Witcher-Serie, die ja jetzt lange lief, aber auch die ist Kritiker- und Kritikerinnenmäßig gar nicht gut angekommen. Ja, das ist ja oft das auch Ding. Nicht so gut. Ich fand die auch nicht gut. Bei der ersten Staffel so durchkämpfen und die erste Staffel habe ich noch geguckt, aber ich habe nichts gerafft. Ich fand das Storytelling komisch. Ja. Ich fand, ich konnte nicht mit den Figuren warm werden. Ich fand das alles ich fand nicht auch gut. Ich habe die erste Staffel, ich glaube, ich habe es zur Hälfte, kam das nicht 2019 irgendwie und dann über Corona, glaube ich, heißt zur Hälfte sein, mal angeguckt. Und ich bin dann auch einfach nicht warm geworden damit, weil mich hat dieses Storytelling mit diesem ständigen Zeitspringen so genervt. Ja, aber es wurde ja erst am Ende, weil ich kenne mich halt gar nicht aus mit The Witcher und es wurde ja auch am Ende erst überhaupt erklärt, dass es Zeitsprünge sind. Umso verwirrender war es. Das ist das Nächste. Halt also ich will nichts mehr hören, dass Leute Inception nicht kapieren, weil da hast du wenigstens noch diese klare Farbkodierung von wegen, in welchem Level bist du jetzt gerade. Aber da war es halt einfach, ich habe es auch überhaupt nicht, ich muss dann ständig nebenher den Wikipedia-Artikel aufmachen. Ja. Also, okay, jetzt verstehe ich es. Ich mag es noch weniger. Das ist eben das Ding, weil sie haben ja dann in der zweiten Staffel auch aufgehört, so zu erzählen. Also, da ist es ja dann immer linearer geworden, aber es war halt trotzdem scheiße. Ja, vor allem das nächste Ding war ja, okay, die haben dann einfach irgendwie, glaube ich, wortwörtlich einfach in Interviews gesagt, wir haben keinen Bock auf die Bücher. Und haben dann einfach ihren eigenen Krempel durchgezogen. Deswegen ist wahrscheinlich auch Henry Cavill gegangen, ne? Genau, weil er ist absoluter Fan von den Büchern. Genau, der hat ja immer. Und wie komisch ist das jetzt, dass man einfach so eine Hauptfigur neu besetzt? Hä? Es ist ein absoluter Verzweiflungsakt. Die waren einfach schon so weit in der Pre-Production, dass die das nicht mehr alles canceln konnten. Ja. Und was machst du jetzt? Keine Ahnung, wer schaut denn vage so aus wie der? Keine ist schon Ahnung. Bitter. Der Hemsworth. Aber nicht der teure, nimm den billigen. Ist doch so. Ja, schon. Es gibt das erste Bild jetzt von ihm. Ja, und er sieht halt einfach aus wie Henry Cavill.
Was? Also, ja, ich finde, es ist in Ordnung. Ja, also, aber ich finde, das ist irgendwie, ich finde das sogar eher schwach, weil ich denke, wenn du mit einem neuen Schauspieler gehst, solltest du eigentlich sagen, okay, dann gehe ich jetzt aber auch all in neu, finde ich. Dann gibst du ihm ein bisschen neues Design und von mir aus lässt ihn noch ein bisschen anders wirken. Aber wenn er jetzt versucht, Henry Cavill nachzuahmen, das kann ja gar nicht funktionieren. Ich finde es immer komisch, auch wenn die Figur ganz neu ausschaut. Ich sage nur Game of Thrones, dieser Lover von Daenerys. Dario Naharis. Ja, das wollte ich auch gar nicht irgendwie. Da fand ich es okay, weil das. Echt? Ja, ich fand das so. Ich muss sagen, ich habe unterm ersten Gucken, da habe ich die Bücher noch nicht gelesen gehabt und ich habe keine. Wer ist das jetzt eigentlich? Ja. Okay. Und dann ich mussten die gecheckt, das ja auch, das die musste ihn ja dann auch ansprechen mit, ja, Dario Naharis. Ja, ja. Ja. Damit natürlich der Zuschauer checkt, wer Hallo, das sein Dario, soll. Aus Season 3, Episode 9. Erst noch so lange Haare, kenne, komplett anderer Typ Mensch. Geil wäre, wenn es irgendwie so ein Perso noch so daneben gehalten hätte. Ja, ist er. Fällt mir jetzt ein bei den beiden Darstellern, weil die waren letztens ja in einem Film gemeinsam zu sehen, nämlich echt? In Rebel Moon. Ach, witzig. Echt? Ja. Oh, stimmt, ja. Und ein toller Film, ne? Katastrophal schrecklicher Film. Hey. Aber das ist vielleicht was, wo Fantasy zumindest öfter noch angefasst wird in dieser Kombination mit Sci-Fi. Mhm. Weil gerade sowas wie Rebel Moon oder auch ja Star Wars haben ja ganz klare Fantasy-Elemente. Also das ist ja nicht reine Science-Fiction, sondern, ja. Ist Poor Things Fantasy, habe ich mich gefragt. Auch eine gute Frage, ja, auch eine gute Frage. Weil also ich das glaub, war ja ein guter Film, der erst in die Kinos kam. Und ich würde sagen, ich meine, hat natürlich Sci-Fi-Elemente auch, aber es ist natürlich nicht realistisch, so. Also Fantasy, technisch ist es natürlich Fantasy. Ich glaube, es ist halt, wie weit spannst du diesen Rahmen von wegen, was ist dann tatsächlich Fantasy? Genau, ja. Ja, also, weil da hast du halt jetzt natürlich nicht diesen Helden, ne, der jetzt die Heldenreise macht und die Welt rettet. Poor Things ist für mich eher ein Märchen gewesen. Ja, ja, das trifft es irgendwie besser. Aber sind Märchen nicht auch Fantasy? Nee, ich glaube, das ist schon eher was nicht. Anderes. Ja. Okay. Und wieso ist das ein Märchen? Weil ich finde, das hat sowas zauberhaft, überbordend, Unrealistisches. Weil zum Beispiel Fantasy-Werke wie Herr der Ringe ja doch immer auf eine sehr geschlossene Welt setzen. Also, oder beziehungsweise auf eine eigene. Ich meine, sowas genau. Wie Harry Potter würde ich jetzt schon sagen, es ist ganz klar Fantasy, aber. Genau, aber es ist eine eigene, in sich sehr stimmige Welt auf jeden Fall. Und das habe ich bei Poor Things nicht. Bei Poor Things passieren ganz viele Sachen, die einfach nicht erklärt werden. Und es ist ganz viel einfach nur bunt und schön und überstilisiert und so. Ich meine, es operiert ja auf dem gleichen Level an Worldbuilding wie Benjamin Blümchen. Also du hast eigentlich eine Welt, die ich unsere Benjamin Welt Blümchen ist. Ich habe Benjamin Blümchen nie gesehen, deswegen kann ich es nicht vergleichen. Aber du hast unsere Welt, in der halt fantastische Elemente passieren und nicht eine also fantastische eher, Welt, in der normale Elemente also passieren. Also es ist eher magischer Realismus für euch. Ja. Vielleicht, ja. Ja. Magischer Realismus hat ja auch oft was sehr Märchenhaftes, finde ich. Also das ist für mich was, wo ich eine Parallele ziehen würde, weil, gut, das ist jetzt wieder eher Literatur als Film, aber ich finde, da ist eine gewisse Ähnlichkeit schon da, weil wenn man übernatürliche Elemente in unsere Welt einbaut, wo aber gleichzeitig immer auch noch so eine Art von Message und Botschaft drunter liegt, dann ist das schon das, was für mich gleichzeitig auch ein Märchen ausmacht. Ja, weißt du, ein Märchen hat eine Moral, aber das hat nicht unbedingt Poor Things. Naja, ich meine, eine Moral haben viele Geschichten, also auch in Fantasy. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wenn Poor Things ein Buch wäre. Ist es auch. Was es ja auch ist. Ist es auch, ja. Da müssen wir auch einfach mal gucken, wo es im Buchladen steht. Weil ich glaube, unter Sci-Fi. Ich meine, an so. Sich ist es ja eigentlich Frankenstein, Persiflage. Ja. Und Frankenstein steht bei Science Fiction, glaube ich. Ist ja die Geburtsstunde von Science Fiction. Also ich glaube, wenn denn, dann ist es so eine Science Fiction Persiflage oder auch sowas wie, wie heißt es, Per Anhalter durch die Galaxis. Ist ja auch eigentlich realistisch am Anfang, bevor dann dieser Science-Fiction-Einschlag damit reinkommt. Also einer meiner liebsten Fantasy-Filme, hätte ich jetzt gesagt, da ist es auch wieder die Frage, ob das zur Fantasy dann zählt, ist Pan's Labyrinth. Das ist ja auch am Anfang erstmal in unserer Welt. Da glaube ich, sagt aber sogar Guillermo del Toro, dass es ein Märchen ist, oder? Ja. Ja? So Dark Fairy Tale. Dann fahre ich eher auf Märchen ab, also Fantasy fällt mir gerade auf. Ich glaube, ich mag halt diesen Mix zwischen realistischer Welt und Themen, die dann auch da behandelt werden, mit denen ich mehr vielleicht anfangen kann auch. Mhm. Und halt dann diese magischen Elemente. Das finde ich ansprechend.
was für mich bei diesem Märchen-Feeling oft dazugehört, ist sowas Unerklärliches. Deswegen haben für mich viele von den Ghibli-Filmen auch so ein Märchen-Vibe. Ja, weil da passieren einfach Sachen, die gehen durch den Wald und da sind diese kleinen Viecher, die da irgendwie rumspringen. Und es wird und so. Aber nicht adressiert. Genau. Es ist nicht so Fish out of water wie jetzt bei Harry Potter, wo dann alles immer, oh, was ist das? Was ist das? Sondern es ist einfach so. Ja. Und die Hexe fliegt jetzt ja einfach durch die Stadt. Und genau. Das mag ich. Ja, ich glaube, ich bin da mehr bei der klassischen Fantasy-Seite als beim Märchen. Aber ja, das ist eine spannende Frage, wo man da die Grenze zieht und was man kategorisiert. Also es ist ja immer bei Genre so, dass man nicht jedes Werk eins zu eins einordnen kann. Irgendwie. Was ja auch interessant irgendwie ist, war so in, mittlerweile ja nicht mehr, aber so in den 2010er Jahren, wo ja doch Hollywood versucht hat, irgendwie so alte Märchen dann auf so, oh, epische High-Fantasy jetzt da hoch zu pushen. Irgendwie. Ja. Was war Snow White and the Huntsman. Ah, ja, so. genau oh das je. Ding. Nee, das nix. Auch wieder in Hemsworth. Stimmt, ja, die verfolgen uns. Ja, aber das fand ich damals, also ich weiß nicht, ob ich es heute noch mögen würde, aber das fand ich damals irgendwie ganz cool, wenn man aus so Märchenstoffen so ein bisschen dekonstruiert was Moderneres gemacht hat. Ja, aber es muss gut sein. Ja. Also oder trashig. Also Hänsel und Gretel Hexenjäger ist ein Banger-Film. Ich dachte jetzt gerade an Abraham Lincoln Vampire. Ja, genau, das geht in die gleiche Richtung. So. Das ist eigentlich genau die gleiche Titelaufstellung. So. Das stimmt, ja. Berufsbezeichnung. Ja, da spielt doch sogar, boah, wie heißt der nochmal? Der auch Hawkeye bei Marvel spielt, der spielt Hänsel. Jeremy Renner, ganz oh genau. Gott, ja, ja, der spielt Hänsel und jagt dann Hexen, nachdem sie eben die Hänsel und Gretel Origin Story überlebt haben. Das ist schon funny. Voller Action. Ja, der ist, glaube ich, ab 16 oder ab 18. Das ist ultra brutal. Kompletter so. Schlock einfach. Ja. Ja, okay. Also das ist wirklich Trash, aber man kann aber da schon Spaß mit haben. Aber sowas magst du ja, David, haben. Ne? Ja, ab und zu schon. Also sage ich gar nichts dagegen. Das ist besserer Trash als jetzt zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung. Sag nichts Falsches. Nee, aber lieber weißt du ja, worauf du dich einlässt, als bevor du jetzt irgendwie voll der Hoffnung irgendwie in den dritten Hobbit gehst und dann ist es einfach bloß so ein CGI-Schlatz. Ich liebe auch Trash, so ist ja nicht. Du bist ja auch Twilight-Fan. Ich bin also. Twilight-Ultra. Da sind wir aber auch wieder, ist Twilight Fantasy? Na klar, wahrscheinlich schon. Aber es ist halt mehr so Urban Fantasy. Ja, das stimmt. Gibt's ja auch das ist ein guter Titel dafür. Ich meine, wenn man nachdem, Amazon hat ja 100.000 Unterkategorien für diese ganzen Genres, also da gibt es für alles Mögliche. Da werden wir wahrscheinlich fündig werden. Wenn man da mal guckt, worunter Poor Things fällt, dann ist es ein hyperspezifisches Subgenre, von dem kein Schwein jemals gehört hat. Bestimmt kannst du es auch nur am besten beschreiben durch einen Mix. Ja. Also, dass du einfach viele Elemente drin hast. Das sind schon wieder Leute, wollen trifft auf Ja, stimmt. Ja. Frankenstein trifft auf Barbie. So ungefähr. Ja. Ja, eigentlich schon, ja. 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 Ich hab jetzt auch gerade, weil es mich interessiert hat, nebenbei mal Letterboxd aufgemacht. Also so ein Film, kennst du? Ja. Sehr gut. Hast du denn einen Account? Ich hader noch. Ich hab jetzt tatsächlich schon mehrere angesprochen, ob ich einen Account habe. Ich weiß halt irgendwie. Es macht Spaß, ich kann es dir nur empfehlen. Hast du noch keinen, dann musst du dir einen holen. Ich bin noch so ein Großvater, ich bin noch auf IMDb unterwegs. Ah, okay. Ja, das finde ich, als zum Informieren finde ich IMDb immer mega praktisch, aber so zum Eintragen, was man gesehen hat. Und ich habe jetzt eben bei Letterboxd mal alle meine Filme, die ich über die letzten Jahre eingetragen habe, kategorisieren lassen und nur die Sachen, die ins Fantasy-Genre fallen, rausholen. Jetzt bin ich gespannt. Spannend. Und da sind halt für mich jetzt auch Sachen dabei, die ich überhaupt so ein bisschen in die Richtung, die ich überhaupt nicht in Fantasy einordnen würde. Also hier sind dann so Animationsfilme wie der Super Mario Bros. Film oder der Pikachu-Film, die als Fantasy gelabelt werden. Ja. Oder aber auch hier so ein bisschen so Indie-Sachen wie dieser Man von vor ein paar Jahren, von dem Regisseur, der jetzt auch Civil War gemacht hat, oder La Chimera, der dieses Jahr im Kino war. Das verstehe ich zum Beispiel und nicht. Und das sind alles für mich eigentlich keine Fantasy-Filme. Also La Chimera. Ich habe auch vorhin mal kurz so Google, so, weil ich dann eigentlich dachte, was ist denn eigentlich so rausgekommen? Da habe ich googelt, so Top-Fantasy-Filme 23 und Barbie. Und ich Hä? Ja, komisch. Nee. Aber La Chimera wundert mich jetzt schon, wo ist denn da das Fantasy-Element? Ja. Ich weiß ich glaub, es nicht. Die stecken irgendwie alles rein, was nicht so Good Night and Good Luck harter Realismus irgendwie ist. Wahrscheinlich, weil hier sind auch viele von, nicht alle, aber viele von diesen Superhelden-Sachen sind da auch mit drin.
Und auch so Sachen wie Charlie und die Schokoladenfabrik, ja, und so. Ja, stimmt. Wonka würde ich auch zu, ja, Fantasy zählen. Jetzt der neue mit Timothée. Aber ich sehe gerade auch so ein bisschen bei die Superheldenfilme, weiß ich nicht. Also ich finde es nochmal ein eigenes Genre. Eigentlich schon, ja. Ja, aber Hollywood hat halt irgendwie keinen. Nee, das ist Science Fiction, es gibt Fantasy. Aber ja, voll komisch, dass in letzter Zeit keine Fantasy-Filme kommen. Also darüber haben wir jetzt auch schon noch mal geredet, ne, dass du glaubst, dass die einfach. Ich glaube, die haben da Angst davor. Dass sie, ja, Angst davor haben, weil. Es sei denn, es ist komisch, so funktioniert ein etabliertes Ding irgendwie, wie jetzt so Harry Potter oder Herr der Ringe, ja, dann eben. Ja. Ich bin gespannt, ob diese beiden Herr-der-Ringe-Filme das nochmal lostreten irgendwie. Der eine ist ja ein Anime. Der eine ist ein Anime, der ein kommt Anime. Ja. Anime? Mhm. Kein, ja, an, kein, nee, aber amerikanisch? Ist japanisch. Also, ja. Krass. Also zumindest, zumindest was das Produktionsthemen angeht. Ja. Der Regisseur ist es, der hat irgendwie bei Ghost in the Shell mal mitgemacht, wow, glaube ich. Ja. Das ist spannend. Der soll, also offiziell soll er dieses Jahr noch kommen, aber ich glaube nicht so richtig dran, weil der ist, glaube ich, für November oder Dezember angesetzt, aber es gibt ja noch keine Promo-Bilder, ja, und kein gar nichts, deswegen wird er wahrscheinlich verschoben. Und jetzt ist ja auch dieser Hunt for Gollum in Planung. Was ist das eigentlich? Ein Gollum-Film? Eine Realverfilmung, ja, wo es um die Jagd nach Gollum geht. Und die Jagd nach Gollum ist eigentlich in den Büchern das, was vor Herr der Ringe passiert, wie Aragorn und Gandalf zusammen Gollum jagen. Darf ich in Bruchteil, wenn sie bei diesem Rat zusammensitzen, dann gibt's eine Stelle, ich habe mir das dann nämlich nochmal durchgelesen, wo Gandalf sagt dann quasi, ja, und dann haben wir uns auf die Jagd nach Gollum gemacht, aber das kann Aragorn besser erzählen. Aragorn steht auf und sagt, ja, da gibt's eigentlich nicht so viel zu erzählen. Der Punkt ist, wir haben ihn gefunden. Ja, das ist dann Hollywood das in mal a nutshell. Ja. Da wird jetzt dieser eine Satz, der nur daraus besteht, zu sagen, ja, gibt's eigentlich nicht viel zu sagen. Da machen wir einen Film draus. Und der geht dann wieder 3 Stunden. Ja, also, ja, stark. Aber wenn ich dieser Regisseur von diesem Fanfilm von 2009 wäre, dann würde ich mich so hart verklagen jetzt gerade. Es ist ja der gleiche Titel sogar. Ja. Der heißt ja der Hunt for Gollum. Ja, ja. Ach, du, ja, Heilige. Ich würde die so hart verklagen jetzt. Ich bin auch gespannt, wie sie das mit der Besetzung machen, weil Viggo Mortensen sieht halt mittlerweile nicht mehr so aus wie aber vor über 20 Jahren. Er hat ja schon gesagt, ne? Er wäre an Bord, wenn das Skript. Boah, ja, ist. Aber weiß ich nicht. Kann wenn man dann da jetzt nicht mittlerweile heutzutage Verjüngung und so. Aber ob so sie das für einen ganzen CGI Film machen? Ich denke, sie würden ihn eher recasten und wie beim Hobbit so einen Rahmen setzen, dass sie am Anfang Aragorn haben, der irgendwie auf dem Thron sitzt und seinen Enkelkindern diese Geschichte erzählt oder so. Ja, ja. Und dann geht's halt los und du hast einen Recast. Aber ich glaube, damit tut man sich überhaupt keinen Gefallen, wenn man die beliebten Originalfiguren aus der Herr-der-Ringe-Kultreihe recastet. Schwierig. Also du wirst quasi so wie beim Hobbit, dass am Anfang auch Ian Holm da sitzt. Genau, und dann so, oh, let me tell you, Frodo. Ja, so ungefähr. Was ich mir auch denke, ist, sie haben ja irgendwie gesagt, Andy Serkis soll ja nicht bloß Regie führen, RIP, sondern auch Gollum nochmal spielen. Und ich meine, wie alt ist der Kerl jetzt? Ist der schon 60? Ja, und jetzt soll er sich dann nochmal in seinem Strampleranzug am Boden rumwerfen? Also gut, aber das hat er ja bis vor ein paar Jahren auch immer noch gemacht. Also der hat ja auch hier für die Planet der Affen-Filme, jetzt nicht für den neuesten, aber für die davor hat er auch immer noch das Motion Capturing gemacht. Aber das gemacht war ja wenigstens noch auf den Beinen. Ja, gut, das stimmt. Ich weiß. Also 60 ist jetzt nicht so alt. Hör mal. Ja, aber hast du mal gesehen, was der im Herr der Ringe, der hat sich da durch ein Flussbett einfach so durchkraudert. Also, nee. Irre, was der Knabe damals gemacht hat. Ja. Aber ihn sehe ich sogar wegen dem Motion Capturing und der modernen Technik am ehesten noch die Rolle wieder aufnehmen, weil das funktioniert ja. Dann legst du halt einfach den gleichen Gollum-Look wie damals wieder drüber. Ich fände einen Recast aber auch besser, glaube ich. Also auch für Gollum? Nee, ach so, für jetzt die anderen Figuren, weil CGI, finde ich, sollte man einfach nur gezielt einsetzen. Ja. Ja. Sonst sieht es einfach. Ich meine, hoffentlich aus. Haben sie die Lektion unecht auch von den Hobbit-Filmen gelernt, dass man die Orks jetzt wieder als Practical Effect macht. Und, ich finde, das ist zum Beispiel auch in dem neuen Mad Max aufgefallen, dass das viel mehr CGI war und der Look war nicht so gut, finde ich. Fand den mega, den Look. Nee, mochte ich gar nicht. Ich fand Fury Road 1000 mal besser vom Look her. Auch von den Farben her, von allem. Von den Outfits, ich weiß nicht, hat mir nicht so abgeholt. Ich fand genial, wie drüber Furiosa war. Ah, ich finde, Fury Road war viel mehr drüber. Nee, finde ich nicht. Wohl, auf eine andere Art. Wohl. Den aber fand ich viel lustiger. Mit diesem Gitarrengriff mit der E-Gitarre, und alles. Du meinst den Doof Warrior. Ja, sorry. Und dann auch dieser Glatzkopf da, der war so ein crazy Fanatiker. Und das hattest du halt alles nicht, so ein Furiosa. Also, wieder Chris Hemsworth in Furiosa. Stimmt. Chris Hemsworth.
fand ich genial. Nein, Mann, die ich Nase. Ich fand den so cool getriggert. Mit dieser Nase. Nein, fand ich super. Fand ich schlecht. Ich fand den Akzent super. Ja. Aber wir haben letzte Woche eine ganze, glaube ich, 1,5-stündige Folge zu Mad Max und Furiosa rausgebracht. Aber da kann ich ja Furiosa meine Meinung nicht. Nein, natürlich nicht. Aber falls ihr da mehr zu hören wollt, könnt ihr natürlich auch in die natürlich. Folge mal reinhören. Unbedingt. Ich habe den Film nämlich noch gar nicht geguckt. Ach so, na dann. Ich finde, der lohnt sich. Ich finde, man kann ihn schon gucken. Ich will ihn unbedingt gucken. Doch, der lohnt sich schon. Sonst nichts läuft. Ja, das stimmt. Ich fand ihn ja auch trotzdem unterhaltsam, so ist nicht. Ja. Voll, also. Ja, vor kurzem nochmal Fury Road angeguckt und war überwältigt, wie dermaßen gut sich der gehalten hat. Ja. Aber das ist ja auch einer der besten Actionfilme aller Zeiten. Ja. Also. Sogar ich mag das und ich bin nicht das Action-Girl. Ja. Das muss was heißen. Ja, schon. Weil du schimpfst ja immer, wenn wir über Actionfilme reden. Ein bisschen. Ich weiß nicht, tue ich das? Ich hab nicht wirklich Actionfilme gesehen. Ich meine, es gibt halt Actionfilme und es gibt Actionfilme. Ja. Also. Es gibt eine sehr große Varianz. Ich hab einen James Bond gesehen und den fand ich boring as fuck. Ja, Skyfall oder so. Boah, Skyfall ist einer der besten Bond-Filme. Du hast jetzt irgendwie 50 Filme zur Auswahl gehabt. Das hat jetzt der eine sein müssen, den alle toll finden. Ja, sorry, not sorry. Aber ich meine, wir sind ja jetzt gerade schon ein bisschen bei Filmen, die wir gesehen haben und so weiter. Deswegen schlage ich mal vor, dass wir zu unserer Kategorie kommen, die wir am Ende vom Podcast eigentlich immer machen. Ja. Nämlich, dass jeder noch mal ein bisschen erzählen darf, was er oder sie zuletzt für einen Film oder für eine Serie oder für eine Doku oder was auch immer gesehen hat. Und ich weiß nicht, möchtest du gleich anfangen oder musst du noch überlegen? Ich muss gerade ganz kurz, was war der letzte, den ich... Oh ja, Harakiri. Mhm. Kennst du den? Nee. Takashi Miike-Film von 2010 oder 2011, glaube ich, war das. Samurai-Film spielt im Japan des 16. Jahrhunderts zu einer Zeit, folgt gerade quasi auf eine große Kriegsära, tritt jetzt die Friedensära ein und jetzt sind die ganzen Samurai quasi arbeitslos und fallen halt immer tiefer in Schmach und Schande. Und Harakiri deutet ja schon an, also im Deutschen auch noch mit dem super eleganten Untertitel Tod eines Samurai. eigentlich ist es ein Kammerspiel. Es geht quasi um einen Samurai, der bei einem Fürsten aufschlägt und quasi drum bittet, in seinem Innenhof eben Senpuku begehen zu dürfen, weil er sagt, er ist so tief gesunken, geht nicht mehr. Und der Fürst sagt dann, du bist jetzt der Zweite innerhalb von 2 Wochen, der sich das erbittet. Willst du mal wissen, wie es dem Vorherigen ergangen ist? Und dann erzählt er die Story von dem Vorherigen, der da gekommen ist, der wesentlich, wesentlich jünger war. Und dann stellt sich eben raus, dass diese beiden Personen vielleicht auch mehr verbindet, als es zunächst den Anschein gehabt hat. Und es ist quasi ein Kommentar, also zumindest habe ich das jetzt so verstanden, über diesen Ehrenkodex der Samurai, der ja eben vorschreibt, dass wenn du ein bestimmtes Mindestmaß an Ehre quasi unterschreitest, dass du dann halt Seppuku begehen musst. Und für mich war das so ein Kommentar darauf, wie menschenverachtend ist der falsche Begriff, aber wie einengend und wie zerstörerisch dieser Ehrenkodex eigentlich ist und wie er für alle, die da drin eingebunden sind, eben nicht dieses große, tolle Lebensideal ist, sondern eigentlich wehe dem, du strauchelst einmal, dann engt dich das Ding so sehr ein, dass dir am Schluss nichts mehr anderes bleibt als der Tod. Und vor allem die Japaner sind ja so übel traditionsbesetzt ja immer noch und quasi so ein Weckruf zu sagen, nein, es war früher nicht alles besser, sei froh, dass du da nicht drin bist in diesem ganzen System. Ja. Und war toll gemacht, also es ist tatsächlich lange, lange her, dass ich einen Film gesehen habe, der auch so toll einfach mit filmischen Mitteln spielt, der alles aus diesem Setting auch rausholt, der so toll einfach Bildsprache beherrscht. So, es ist so simpel, aber du siehst es so selten irgendwie in letzter Zeit. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Die Performances waren der Hammer. Das hört sich mega an, das macht richtig Lust auf den Film. Ich bin auch großer Fan von Samurai-Sachen, also... Ich habe mein einziger Kritikpunkt war, er geht zu lang. Also es gibt so einen Part dann im zweiten Akt, der zieht und zieht sich und du hättest locker eine Viertelstunde, 20 Minuten daraus cutten können und das war dann auch einfach so ein Punkt, wenn man so, okay, jetzt komm mal zum Punkt. Ja. Und dann sehe ich, das Ding war ein Remake von dem Samurai-Streifen auch aus den 60er und der geht nochmal 20 Minuten länger. Und dann war okay, also Takashi Miike hat den gleichen Gedankengang gehabt wie ich und mir geht es jetzt nochmal so wie ihm. Also, aber an sich finde ich mal, wenn man sich für das Thema interessiert, sollten wir ihn mal gesehen haben. Ich glaube, das Original ist von Kurosawa, oder? Kann das sein?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das war kein Kurosawa. Weil es gibt glaube ich, ich habe letztens erst einen Podcast über Kurosawa gehört und ich glaube, es gibt einen Film, der fast die gleiche Story hat von ihm. Ja, der hat ja ganz viel über diese Ära damals. War das die Tokugawa-Ära, wo das dann eben so war? Mhm. Ran ist ja, glaube ich, auch in der Zeit dieser Samurai-Lord, der dann da fällt und alles zerfällt um ihn. Ja, spannend. Ich hatte dich unterbrochen, Lena. Was würdest du sagen? Ich habe es schon wieder vergessen. Alles gut, war nicht wichtig. Ja, das passt ja voll auch dazu, dass das Thema gerade mit Shogun ja nochmal richtig aufkommt. Ja. Also, das würde ich auch gern sehen, aber ich habe kein Disney. Ja, ich schon. Ich muss es echt mal gucken. Meine Eltern haben es nämlich angeschaut und die fanden es cool. Boah, sogar deine Eltern gucken. Ja, meine Eltern gucken alles an Serien, was es gibt, so ziemlich. Also am Anfang habe ich ihnen immer noch Serien empfehlen können, aber mittlerweile gucken die mehr Serien als ich. Ja, also, mich spricht es an, dass es ja auch, dass es auch aufhört dann nach einer Staffel. Ja, Es ist mittlerweile angekündigt worden, dass Staffel 2 und 3 wahrscheinlich kommen. Deswegen habe ich da keinen Bock mehr auf sowas. Ich kann mir sowas nicht mehr angucken. Aber die Geschichte ist doch auserzählt. Die ist abgeschlossen, ja. Jetzt machen sie wahrscheinlich in der Welt irgendwie dann andere Charaktere oder irgendwie ja, was, das wäre ja noch okay. Ja, aber es wird qualitativ halt abstinken. Wahrscheinlich, ja. So, ja, die schreiben halt dann wahrscheinlich, sein. Ja. Aber ich habe trotzdem Bock drauf. Also ich will es mir angucken. Das ist ja auch so, dass die da ganz viel mit Sprache arbeiten. Mhm. Also da ist ja ganz viel im japanischen Original und dann ist wieder ein Teil eben im Englischen und so weiter. Und das finde ich immer ganz cool. Ja. Ja, das sieht man viel zu selten, dass sich da tatsächlich so ein bisschen damit gespielt wird. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich mal so eine ganze Serie gesehen habe, so Live-Action-Samurai. Also ich stelle mir das auch cool vor, so die Kostüme und das Setting und alles. Wie hat jetzt die Blue-Eyed Samurai. Ja, habe ich gesehen. Ja, hast du auch gesehen? Ich fand's okay. Also irgendwie alle haben das so übelst hochgehypt und ich hatte so hohe Erwartungen. Mhm. Die gingen bis ins Universum. Und das ist natürlich immer schwierig, weil das ist eher unwahrscheinlich, dass es dann den Erwartungen entspricht. Ich fand zum Beispiel nämlich, dass die Animation gar nicht so gut. Mhm. Ich finde, wenn man so Anime viel gesehen hat, dann stinkt es schon ab im Vergleich. Ja. Und hat sich auch ein bisschen gezogen teilweise. Und es hatte so ein bisschen vielleicht auch Game of Thrones Vibes gemischt. Ein bisschen durch die Sexszenen und die POV-Handlungsstränge. Aber war schon cool, war schon nett. Ich fand's richtig mies. ich weiß, ich bin da voll der Außenseite. Ich finde die Animation ist absolut mies. Ich fand die Story mies, ich fand die Charaktere unausstehlich von vorn bis hinten. Ja, manche gingen schon hart auf den Sack. Zum Beispiel dieser eine, der ohne Hände. Ja. Der ging mir so auf den Sack. Ja, der auch, ja. Boah. Aber ich fand sie, also ich finde, das war die. Sie war schon auch hart unsympathisch. Der mieseste Hauptcharakter, den ich jemals gesehen habe. Also es war mir auch hart. Echt egal, was mit den Figuren passiert, ob die jetzt sterben oder nicht. Da war ich überhaupt nicht invested. Und ich musste mich auch ein bisschen durchkämpfen. All in all fand ich es nett, weil ich es schon cool fand, dass es so ein bisschen mal einen feministischeren Anstrich hatte und so. Mhm. Und eben da auch mal Figuren dabei waren, die zum Beispiel eben behindert sind oder sowas. Das fand ich schon cool. Es wäre jetzt auch noch cool gewesen, wenn diese Figuren dann auch irgendwas zu tun haben. Ja, hatten. Das ist halt so das Problem. Ja. Das ist halt dann oft, dass die Figuren dann oft nicht gut geschrieben sind, sondern halt nur vorkommen. Ja, aber ich verstehe den Hype nicht. Ich verstehe ihn wirklich nicht, weil der hat zum Beispiel auf Letterboxd ja über 4, irgendwas. Ja, ich sag dir warum. Weil das Leute sind, die ansonsten nie Animation gucken, weil Animation ist Kinderkram und dann kommt halt einmal so eine amerikanische Eigenproduktion, die halt animiert ist, ist ja das Gleiche zwar nicht auf dem gleichen Bekanntheitsgrad jetzt, aber die diese Disney Star Wars Zeichentrick-Anthologie-Serie, was sie da mal hatten. Visions. Visions, genau, danke. Wo dann halt auch auf einmal deine ganzen Dads quasi zum ersten Mal seit, keine Ahnung, 40 Jahren wieder Zeichentrick gucken und dann sagen, oh wow, das ist ja ganz erwachsen und das ist ja toll. Ja, was ich noch sagen wollte, also zur Animation, die wird ja auch wirklich in den Himmel gelobt und du hast einfach so oft gesehen, wie so Bäume zum Beispiel im Hintergrund gecopy-pastet wurden. Wo ist das eine gute Animation dann bitte? Das ist Fand auch generell, also die Charakteranimation auch einfach, es ist alles so squishy. Ja, und dieser Mix aus 2D und 3D, das mag ich auch gar nicht. Ja, weil du hast kein Budget für richtiges 2D, weil richtiges 2D ist sauteuer. Ja, und wenn du halt dann so richtig, also wenn du halt Anime guckst, viel, was oft handgezeichnet ist und wenn es halt digital dann halt auch wirklich richtig gut, dann Stinkt halt einfach ab. Ja, stinkt halt einfach ab, so. Wenn du diesen 2D-3D-Mix nicht magst, hast du Arcane geguckt?
Ja, habe ich geguckt. Das fand ich aber gut gelöst. Fand ich ja, gut aber da gelöst. Machen sie es ja irgendwie zu einem Style. Ja, ja da, genau. Da ist es ja keine Schwäche, die sie irgendwie verbergen, sondern da ist ja wirklich. Und da sieht man auch, dass sie voll sich inspiriert haben lassen vom Jugendstil und den liebe ich. Und das fand ich gut gelöst und mochte ich auch, aber muss ich sagen, die ersten drei Folgen waren krass langweilig. Dann wurde es gut. Also ich fand's sehr geil. Ich freue mich schon auf die zweite Staffel so. Aber es hat mich echt erst ab der vierten Folge abgeholt. Ja, aber da passiert ja dann auch was Großes, um es mal so zu sagen. Hast du Arcane geguckt? Nee, es steht auch immer noch auf der Liste. Ist aber sehr empfehlenswert, weil gerade auch, wenn man eben Fantasy-Sachen gucken möchte, es ist doch Fantasy, oder? Ja, das hatte ich auch auf meiner Liste gehabt von den Fantasy-Filmen und Serien, die ich gut finde. Mhm. Ja. Was hast du denn als letztes gesehen? Ich habe gestern sogar Arrival gesehen von Denis Villeneuve. Und ich fand ihn mittel. Fand ihn nett. Sei froh, dass Moritz jetzt nicht hier ist. Moritz, das ist sein Lieblingsfilm. Fünf Sterne. Fight me. Nee, ich fand, ich war schon, der ist sehr, sehr beliebt. Deswegen hatte ich eben auch wieder hohe Erwartungen, die nicht getroffen wurden. Ich fand es jetzt nicht schlimm, dass er, eher ein ruhiger Sci-Fi ist. Also da sind ja keine krassen Action-Szenen oder so. Mhm. Aber mag das Genre Sci-Fi jetzt auch nicht so ultra gerne, weil ich hinterfrage das zu sehr und dann funktioniert es halt nicht. Mhm. Ich weiß, das Problem liegt auch bei mir, aber ich fand halt, die Aliens sahen irgendwie lustig aus. Die so, also als hätte jemand so gemacht, so die Hände auf dem Tisch so und hey, das, so sehen die Aliens jetzt aus, wie so Hände. Und ich fand den Take schon interessant, dass eine Linguistin halt da jetzt versucht, mit diesen Aliens zu kommunizieren und alles, aber ich weiß nicht, ob das so klappen würde. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Also ich finde, das, was du gesagt hast, und ich war so ein bisschen, keine Ahnung, man weiß irgendwie nicht. Es lässt er irgendwie so ein bisschen enttäuscht zurück. Am Anfang denkt man, es sind okay, jetzt spoilere ich, aber sag das mal lieber nicht. Es gibt auf jeden Fall Erinnerungen, kann man ja sagen. Ja. Und das hatte ich, finde ich, es hatte auch was sehr Pathetisches. Ja, auf jeden Fall. Und das fand ich sehr Hollywood. Ja, jetzt drücken wir noch ein Tränchen ins Auge. Das freut mich gerade sehr, dass ihr das auch so seht, weil ich war bis jetzt wirklich der einzige Mensch in meinem Umfeld, der diesen Film auch nur so okay fand. Und ich finde, gerade wie du sagst, diese Grundprämisse, die ist cool. Ja. Weil so, das ist so dieses Alien-Invasion mal anders gedacht und es ist ohne Action. Richtig harte, trockene, nüchterne Science-Fiction. Ja, genau. Und richtig Wissenschaft da drin. Ja. Und das ist ja auch logisch durchdacht. Also ich fand's cool, dass nicht gleich so ein Krieg ausbricht. Genau. Sondern es geht mal um was anderes. So, okay, wir versuchen jetzt mal herauszufinden, was wollen die hier? Und mal einen anderen Take einfach. Genau. Aber wie es dann gefüllt wird eben mit den verschiedenen Twists und Turns und eben diesen Rückblicken und so weiter, das war mir dann einfach too much und einfach zu amerikanisch pathetisch, wie du sagst. Also ich finde, das trifft sehr, sehr gut. Ich finde dann wirklich so, die letzten 2-3 Minuten sind von der Inszenierung her dann wieder toll. Also auch mit der Max-Richter-Musik dann im Hintergrund. Mhm. Das ist super. Das ist auch auch zu sehr drauf. Das ist aber leider auch das Einzige, was mir in Erinnerung geblieben ist. Wirklich aus diesem Weg. Das ist 2 Stunden 20 oder wie lang geht das Ding? Und auch ein bisschen zu lang. Ich habe den auch aufgeteilt halt auf 2 Tage, frecherweise. Ja. Und ich habe aber noch einen sehr guten Film gesehen, und zwar Legally Blonde, natürlich blond auf Deutsch. Habt ihr den gesehen? Nein. Ich habe den auch jetzt nachgeholt und ich hätte es nicht gedacht. Ich dachte, es wird halt so eine Rom-Com. Mhm. So typisch, drüber halt, so Hyper-Feminism, alles sehr pink und Aber er ist wirklich gut. Es ist wirklich eine klare Filmempfehlung meinerseits. Der ist so ein Wohlfühlfilm. Ich werde den safe jetzt noch mehrmals gucken. Sie ist super sympathisch. Sie ist so ein tolles. Wer ist da mit dabei noch? Reese Witherspoon. Mhm. Und um was geht's? Da geht's um. Also. Grob. Ja, grob. Also, es geht um. Ich weiß gar nicht, wie heißt die Hauptfigur? Reese Witherspoon, die verlassen wird von ihrem Freund, weil sie ist ihm zu blond und zu dumm, in Anführungsstrichen. Und er studiert halt jetzt Jura in Harvard und möchte halt jetzt quasi eine gescheite Freundin und ist jetzt auch gut mit der. Und dann will sie es ihm so ein bisschen beweisen und schreibt sich auch in Harvard ein und kommt dann auch rein, weil sie halt einfach gute Noten hat und smart ist und studiert dann, möchte ihn so ein bisschen damit beeindrucken. Mehr sage ich auch nicht. Okay. Also
Es ist wirklich super funny, super sweet, sehr feministisch auch und mochte ich sehr. Okay, weil ich assoziiere, also ich wusste fast gar nicht zu diesem Film, aber ich assoziiere damit diesen schrecklichen 2000er-Look. Hat der den? Also die spielen auf jeden Fall. Ja, so ja, dieses Fast and Furious frühe Filme, so dieses, alle haben so kleine Sonnenbrillen an und so diese kurzen Jeansröcke und so. Na klar, das ist 2000er-Style und sie ist, wie gesagt, sehr hyper-feminine angezogen, also sehr pink, also ein bisschen Barbie-Vibes, sag ich jetzt mal. Aber auch nur sie. Das ist so lustig, wenn man dann so Filmausschnitte sieht, wo in, zum Beispiel jetzt in Harvard, wo die ganzen Studis da hocken und dann alle sind so dunkel gekleidet, so braun, blau, schwarztöne und dann hockt die da so und sie fällt sofort so auf, weil sie so einen pinken Anzug anhat. Ich lieb's. Und ja. Muss man vielleicht auch mal nachholen dann. Muss man wirklich nachholen, auch an die Männers geht das jetzt raus. Das ist ein guter Film. Ja, weil das mit dem Look ist mir gerade noch eingefallen, nur um das noch zu ergänzen. Ich finde, Arrival hat einen geilen Look. Ja. Also ich finde diese Bilder, wenn diese großen Raumschiffe da schweben und wenn, wie die Perspektive sich ändert, wenn sie in die Raumschiffe gehen und so, das ist mega. Ja, aber musste ich jetzt nur noch mal sagen, weil sonst hätte Moritz mich ist wahrscheinlich... Auch ein extremer Gegensatz zu Legally Blonde. Ja, genau. Das sind wirklich aber zwei absolute Extreme. Ja. Aber Legally Blonde ist besser als Arrival. Same. Ja, ja. Barbie auch besser als Oppenheimer, also. Bei weitem. Ja. Wir haben sogar Your Watchlist Sticker, wo drauf steht, Barbie fand ich deutlich besser als Oppenheimer. Sehr gut, Ich habe, weil wir ja auch eben über Mad Max kurz geredet haben, habe ich mir gedacht, ich will mal schauen, was George Miller sonst noch so gemacht hat. Und der hat eine super interessante Filmografie, weil der hat zum einen die drei alten Mad Max Filme gemacht, Fury Road und Furiosa. Mhm. Der hat aber auch ein Schweinchen namens Babe 2 gemacht. Oh mein Gott, ich liebe Babe. Aber ich kenne nur den ersten. Der zweite heißt, ich glaube, ein Schwein in der großen Stadt. Oder ja, das ist Babe in the City. Ja, genau. Also er hat nur den zweiten gemacht. Er hat nur den zweiten gemacht. Ja. Beim ersten hat er mitgeschrieben, glaube ich. Oh, ich liebe den Film. War das vor oder nach seinem Oscar-Gewinn für Happy Feet? Ja, genau. Happy Feet hat er ja nämlich auch gemacht. Das war, ich glaube, Schweinchen namens Babe war davor. Aber das finde ich auch krass, dass er auch zwei Happy Feet-Filme zwischendurch einfach mal gemacht hat. Was ja auch so was ganz anderes ist noch. Da habe ich schweife voll ab, sorry, aber da habe ich ein Interview mit ihm gesehen, wo er dann sagt, die Art, wie er in Fury Road und in Furiosa die Wüste inszeniert, hat er zu ganz großen Teilen daraus genommen, wie er in Happy Feet die Eislandschaften inszeniert hat. Und das fand ich voll lustig, wie er da diese Parallelen zieht, weil es macht ja vollkommen Sinn. Es ist beides so dieses Wasteland, du siehst nichts außer Hügeln und Dünen und so weiter. Das ist schon witzig. Stell mal gerade den Denis Villeneuve vor, der sagt, er hat sich für Dune von Happy Feet 2 inspiriert. Und auf jeden Fall hat er auch einen Film gemacht zwischen Furiosa und Mad Max Fury Road, nämlich 3000 Years of Longing. Oh, ja. Und den hatte ich damals, den wollte ich eigentlich gerne im Kino sehen, habe ihn aber verpasst. Ja, so ging's auch. Ja. Und der ist jetzt relativ frisch auf Prime. Und da habe ich mir den jetzt angeguckt und es geht um Tilda Swinton, die eine Frau mittleren Alters spielt, die irgendwie sehr alleine, aber trotzdem sehr zufrieden ist. Auch, ja, gerade im Verlauf des Films, ja. Aber am Anfang lernen wir sie kennen, wie sie eben, ich glaube, sie ist Historikerin oder sowas in die Richtung und sie fliegt zu einem Historikertreffen nach Istanbul und so und man merkt, sie ist so ein bisschen verschroben, aber eigentlich sehr glücklich in ihrem Leben und sie findet dann zufällig eine Djinn-Lampe und da kommt dann Idris Elba raus. Und Idris Elba ist eben dann der Djinn und der Großteil des Films funktioniert so, dass die beiden im Hotelzimmer von ihr sitzen und sich ihre Geschichten erzählen. Und sie erzählt dann aus ihrem Leben, was mit ihrem Mann passiert ist und so weiter. Und er erzählt halt, wie er immer wieder in die Djinn-Flasche gesperrt worden ist, was er für Epochen zeitlich mitgenommen hat und so weiter. Und das Ganze wird dann halt auch visualisiert. Also du hast den Erzählrahmen und dann hast du diese märchenhaften Geschichten, mir die da außenrum erzählt werden. Mir ist so aufgefallen, dieses Plakat, das Filmposter? Ja. weil kurz davor ist doch hier
Everything Everywhere All At Once rauskommt. Es geht ein bisschen in die Richtung. Und es sah schon vom Plakat her so ähnlich aus. Deswegen ist es mir dann so aufgefallen. Also ich muss sagen, wenn ich in meinem Hotelzimmer lang genug Gin trinke, dann taucht auch irgendwann wieder das Elba aus der Flasche auf und ich klage in meinem Leid. Also, ich sitze da jetzt die ganze Zeit schon. Und es den trinkst. Stark. Ich wollte den damals auch gucken und dann war er aus dem Kino schon wieder weg und dann habe ich gehört, dass er ziemlich mies sein soll. Und dachte ich mir so, ich will ihn aber ganz gern gucken. Ja, also irgendwann. Jetzt kannst du ihn ja auf Prime gucken. Ich würde empfehlen, den anzugucken. Für mich ist es so ein Mittelmaßfilm gewesen. Ich finde, der hat mega coole Ansätze. Also gerade wenn Idris Elba aus seiner Vergangenheit erzählt, da mischt man dann so ein bisschen Mythen und Realität und da kommen dann auch so märchenhafte Elemente mit rein und so. Und da ist auch dieses Schöne, man wird einfach reingeschmissen und es wird nichts erklärt und da läuft einfach irgendwie so ein Echsenmann rum und so, es ist einfach so. Das war cool und es ist auch schön visualisiert, also es ist nicht das beste CGI, aber es ist so ein bisschen überstilisiert, wie es halt George Miller eigentlich bei allem macht und deswegen hat es ganz gut gepasst. Und auch die Energie zwischen den beiden ist super. Also die sind ja beide sehr gute Schauspielende. Deswegen funktioniert es schon. Das Problem ist, dass der Film dann im dritten Akt nochmal eine Entscheidung trifft und sich ein bisschen von seiner Prämisse entfernt. Und dann fällt alles so ein bisschen in sich zusammen. Also ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, was dann passiert. Aber zum Ende hin denkt man sich dann so, ja, hättest du mal früher aufgehört. Ich kann mir vorstellen, dass ich den Film halt auch nur so mittel finden werde. Ich werde den wahrscheinlich schon irgendwann mal angucken. Ja. Aber der geht ja, glaube ich, auch bloß 90 Minuten. Oder das ist aber ein Pluspunkt. Wenn das denke ich mal mittlerweile auch. Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Aber es wird immer seltener, dass Filme nur noch 90 Minuten dauern. Voll. Ich freue mich einfach jedes Mal, weil ich mir denke, einfach so, diese alten Actionbrecher, die sind immer diese schönen, schönen 90 Minuten. Der dauert eine Stunde 48, genau. Okay. Fühlt sich aber leider trotzdem ein bisschen zu lang an und das ist dann schade. Sagen, Everything, Everywhere, All at Once finde ich mittlerweile auch nur noch mittel. Ja, ich dachte mal damals auch, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich dachte mal, das ist das Ende jetzt. Ja. Es kommt noch ein Ende. Und es kommt noch ein Ende. Ich dachte mal so, so müssen sich Leute bei Rückkehr des Königs fühlen. Wenn einfach wieder und wieder und wieder. Und ich dachte mal, jedes Ende macht es jetzt schwächer. Also beim ersten Mal gucken war ich geflasht. Fand ich richtig gut. Beim zweiten Mal war ich so, wait, der hat ja eigentlich nur Action-Szenen. Nee. Magst du nicht. Nee, echt nicht. Aber der ist natürlich der hat ja gar keinen Inhalt. Der ist natürlich auch dann sehr overhyped gewesen. Ja. Also durch die Oscar-Geschichten und dann eben auch in jedem Podcast ging es da drum und alle haben drüber geredet. Und irgendwann nervt es dann halt einfach. Ich finde, selbst Filme, die ich gerne mag, wenn ich zu viel von diesen Filmen höre und wahrnehme in der breiten Masse, irgendwann nervt es mich dann. Das ist es aber bei mir nicht, weil ich fand, also da hatte schon ein paar coole Elemente, dass da halt die Hauptfigur eine ältere Frau ist zum Beispiel und sowas. Aber eigentlich hat er ja gar nicht so eine krasse Story. Ja, die Tochter ist durchgehend... Er hat zu viel Story irgendwie. Nein, weiß nicht, was er machen will. Ja, oder so. Aber die Tochter ist durchgehend pisst auf ihre Mom und ich check nicht, warum. So chill doch einfach mal. Nur weil du pisst bist auf deine Mom, willst du die ganze Welt zerstören. Komm mal runter. Ja, okay. Ist doch so. Aber das ist halt Film, also so Übertreibung aber das einfach. Das kommt bei mir dann nicht so an und dann denke ich mir so, ja, gut. Ich glaube, das ist so ein Film, den, wenn du selber irgendwann mal als Mom anguckst, wahrscheinlich durch eine ganz andere Linse dann einfach. Wahrscheinlich. Ja, okay, vielleicht sollte es eine Metapher sein. Vielleicht. Oder Diabetiker, wenn du den Donut hast. Und dann ist das auch irgendwie traumatisch. Aber ich glaube, das ist auch viel einfach so ein Feeling-Film. Da muss, wo man sich dann drauf einlassen muss, auf die, wie der aussieht und was der für eine Stimmung vermittelt. Und man muss die Story so ein bisschen ignorieren. Und auch die Witze gut finden. Und auch die Witze gut finden, ja. Und die fand ich auch nicht immer gut. War schon mal was anderes. Ja, ich fand schon lustig, dass so Goofy war teilweise. Ke Huy Quan war so lustig. Also der Dad, Vater. Ja, der war süß. So den fand ich auch gut. Aber die Wurstfinger weiß ich nicht. Ja, das ist too much. Zu oft. Es war zu oft. Aber das mit dem, ein bisschen aus dem Kontext jetzt, mit dem Waschbären war geil. Das war lustig. Der Waschbär-Joke war das mega. Das schon gar nicht also, doch. Das Einzige, was ich gerade noch vor Augen habe, ist die Szene mit den Steinen. Ja, voll. Ja, die das war, die war auch kreativ. Weil die einfach so hart, heartwarming auch. Die war süß. Das stimmt. Ist das, um jetzt nochmal hier den Bogen zu schlagen, ist das ein Fantasy-Film? Gute Frage. Ich würde schon sagen, vielleicht auch wieder Fantasy-Sci-Fi. Mhm. Ja. Es geht so um Paralleluniversen. Schon eher Science-Fiction eigentlich. Aber so ein Waschbär, der so wirklich so auf dem Kopf sitzt, ist halt dann wieder, was ist das? Ist ja nicht Sci-Fi. Aber ist dann Ratatouille auch Fantasy? Ja. Ja? Ja. Magischer Realismus? Märchen? Schwierig, es verschwimmt alles so ein bisschen. Ist Toy Story Fantasy? Ja. Da wird es dann ein bisschen haarig. Ja.
Ja, ich glaube, Everything ist schon Science Fiction. Wahrscheinlich eher Science Fiction, wenn man es zuordnen müsste. Aber ja, vielleicht irgendwo mit dazwischen. Fantasy-Elementen, mit Fantasy-Elementen. Das sagt man ja immer sehr gerne dazu. So, es gibt Fantasy-Elemente. Ja, stimmt. Da sind dann alle zufrieden mit, weil das kann man auch teilweise bei den Superheldenfilmen. Ja, ich meine, wir haben eine Heldin und einen Antagonisten. Eine Antagonistin. Ja, gut, aber das hast du in jedem Film eigentlich. Ja, in Dramen jetzt vielleicht nicht so. Doch genau in Dramen. Na, das gerade in Dramen hast du auch oft. Da hast du doch jetzt nicht eine Heldin. Ja, aber eine Protagonistin. Ja, das schon ist ja in jedem Film. Ja, genau. Und ich meine jetzt eine Heldin, die die Welt rettet. Ach so, ja, okay. Ja, hast ich find, du ja in Everything. Der Grad zwischen Protagonistin und Heldin ist sehr fließend, finde ich. Nee, ich finde, Held gehört dazu, dass du am Schluss dann vor der versammelten Mannschaft stehst und alle jubeln dich an. Nee, ich finde, ein Held rettet die Welt. Nee, weil ein Held bist du ja erst, wenn alle anderen dich so anerkennen. Du kannst ja dich jetzt nicht hinstellen und sagen, ich bin ein Held. Und alle anderen sagen, sondern alle anderen müssen ja sagen, das ist ein Held. Ja, ist das nicht ein bisschen so bei Everything? Weiß ich nicht mehr, ich habe ihn in meinem Kopf. Doch am Ende dann das ganze ja. Aber das ich finde, ein Held muss ja nicht die Welt retten. Das wäre ja ein bisschen groß gedacht, oder? Weil ja, so eine Welt soll es schon sein. In welchem sein. Fantasy-Film rettet denn der Held nicht die Welt? Ja, gut, auch wieder wahr. Könnt ihr jetzt spoilern, ne? Aber, aber zum Beispiel hier bei ja, denen ist wieder Märchen. Na, nee, schwierig. Vielleicht hast du recht, vielleicht hast du recht. Ja, ich hab immer recht. Aber man merkt, Fantasy gibt so viel her, man könnte sich noch mal hinsetzen und noch eine ganze Fantasy-Folge aufnehmen. Also, so ist nicht. Aber es war ein Full-Circle-Moment jetzt nochmal. Das stimmt, genau, sind wir nochmal zurückgekommen. Aber ja, ich finde, wir haben auf jeden Fall mega viel zu Fantasy abgedeckt und mega viel über dein Buch gehört. Also ich muss sagen, ich kriege richtig Lust, es zu lesen jetzt. Ja, ich auch, auf jeden Fall. Und ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Möchtest du noch mal sagen, wo man dich erreichen kann oder wo man dich sehen, lesen, wie auch immer gern. Kann? Also in der Hoffnung natürlich, dass man das Buch dann in spätestens 2 Wochen dann auch überall im Handel sehen kann, kann man es jetzt natürlich auch schon überall online vorbestellen. Also das ist Thalia, Hugendubel, Amazon, wo auch immer, dass man gucken kann, wo es Bücher gibt, gibt es. Also ja, wer auf so düster, epische High Fantasy steht, mit die üblichen Tropen mal so ein bisschen dekonstruiert, genau, schaut es euch an, bestellt es. Nenn doch nochmal den Titel, damit es wirklich... Der Fluchträger. Danke, damit es auch jeder verstanden hat. Genau, der zweite Teil kommt dann im Herbst. Und genau, also mich findet man. Obwohl es noch nicht fertig geschrieben ist. Doch. Also das Buch war so lang, dass ich es in 2 Teile teilen musste. Ah, aber du schreibst schon am nächsten. Genau. Ah, ja. Oh, okay. Ja, also das Ding ist schon fertig, ja. Das kommt dann im Herbst. Mhm. Und danach geht's dann. Ja. Okay. Mal schauen. Genau, mich findet man eigentlich hauptsächlich auf Instagram, würde ich jetzt sagen. Also da ist dann Fluchträger-Buch. Genau. Stimmt, da hast du ja auch viel einfach so ein bisschen. Ausschnitte zu den Figuren, zu den Welten. Genau, also da gibt es so ein bisschen Begleitmaterial, so ein bisschen Worldbuilding, Charaktere lernt man ein bisschen genauer kennen. Genau, also. Also wenn ihr jetzt noch nicht genug Eindruck davon habt, könnt ihr da nochmal ein bisschen genauer reingucken. Mehr Kostproben gibt es dann da auch, ja. Ja. Ganz genau. Und man kann ja auch die 2 Kapitel schon mal vorab lesen. Genau, also die Leseprobe ist auch genau. Ja, dann. Danke, dass du da warst. Ja, danke, dass ich da sein darf. Also, war ziemlich cool. Und vielleicht kommst du ja zu Teil 2 dann nochmal und wir können spätestens über Teil 2 reden. Ja, ja. Das wäre cool. Und dann können wir auch nochmal das ganze Fantasy-Ding noch weiter ausrollen, sozusagen. Sehr gern. Also, hat sehr viel Spaß gemacht. Also, ich komme, wenn ihr wollt, dann komme ich gern jederzeit sehr wieder. Sehr gern. Du bist herzlich willkommen. Immer willkommen. Genau, dann sage ich auch nochmal an alle, die uns zugehört haben, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war mal ein bisschen was anderes einfach. Ich glaube, wir decken wieder breit was ab in letzter Zeit, würde ich mal behaupten. Wenn ihr Bock auf noch mehr Sachen habt, hört in den Mad Max Podcast rein, hört in die Kritiken rein, die wir auf YouTube veröffentlicht haben, kommentiert gerne, liked alles und so weiter. Das ist ja das Gleiche, was man am Ende immer sagt. Wir freuen uns über jede Art von Interaktion. Und ansonsten, ja, bleibt nur zu sagen, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.